Hallöchen. Hallo ihr lieben Kniften da draußen, es ist heute wieder soweit. King of the Kill. Ich lade gerade noch den Stream rein. Wenn der jetzt hier, ach da ist er doch schon. Video URL kopieren. Und veröffentlichen. Gleich geht's rund, meine lieben Freunde. Wenn das bei Facebook noch geteilt wurde. Ja, alles klar. Kurz vor neun, heute mal ein bisschen eher es geschafft. Das ist ja auch nicht immer gegeben. So what? Okay, dann können wir ab ins Spiel. Später wird auch noch der Juni dazukommen. Jedenfalls hoffen wir das, dass das klappt. Der ist aber noch nicht zu Hause. Der meldet sich dann bei mir und dann geht's rund. Ganz schön grell. Ah. Ich bin gespannt, Leute. Beim letzten Mal bin ich ja während des Livestreams zweimal Vierter geworden und ich habe es zwischendurch auch nochmal geschafft, mal wieder Zweiter zu werden. Das seht ihr dann in den Einzelvideos, die es ja auch so gibt. Mal abwarten. Es lädt und lädt. Ihr wisst es, ne? Am Anfang dauert es halt ein bisschen länger. Und der Ping halt. Der Ping ist halt so mega entscheidend. Ah, und der ist leider auch während des Livestreams nicht gerade gut. Kriege ich meine Bonbon auf jeden Fall raus? Was soll denn das? So. Spielen. Ne, da haben wir es. Zweiter, Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter. Die ganze Reihe voll mit Zweiern. Wäre für mich auch schon echt ein Riesenerfolg, aber irgendwo hätte ich da gerne eins. Jawohl, haben wir einen Server. Ja. Will ich setzen? Nee, ich will heute nicht gleich zu Beginn setzen. Der Ping sieht gar nicht schön aus. Obwohl, wenn ich das so sehe, wie die sich bewegen, ist es okay. Vielleicht normalisiert er sich ja auch noch. Müsste meiner Frau noch eins reindrücken und das WLAN killen. Ich glaube, das mache ich auch gleich, wenn es schlimmer wird, oder? Ja gut, 85. Oh! Über eure Köpfe. Oh, runtergefallen. Ich war drauf. Scheiße. Ah, fuck. Wieder nicht. Ich muss mir mal angewöhnen, weiter nach vorne zu drücken bei dieser Scheiße hier. Damit ich hinter die Map komme. Ah, wieder nicht. Es ist doch zum Kürzen. So, wie lang noch? Na. 60 Sekunden noch, okay. Noch ein bisschen Zeit zum Jumpen. Oh! So lange versuchen wir es noch. Das ist komisch, in einem meiner normalen Let's Play Videos, da hat das einfach so geklappt. Beim ersten Versuch so. Da war ich drauf, bin rübergehüpft, fertig. Man muss wirklich genau den richtigen Punkt erwischen. Oh. So, los, jump weiter. Der kleine Kobold, hallo, herzlich willkommen. Ey, mein erster Zuschauer heute. Hallo, kleiner Kobold. Ich habe gerade erst angefangen. Erste Runde beginnt gleich. Oh! Das wär's gewesen, ey. Optimal.
10 Sekunden noch. Oh, war ich wieder drauf. Scheiß drauf. So. Dann geht's los. Und wie gesagt, der Juni kommt nachher noch und dann will er... Ja, das ist aber schön. Danke. Immer, immer liken, teilen. Weißt du doch. Muss man machen. Was wollte ich gerade sagen? Der Juni kommt, wie gesagt, nachher. Dann spielen wir das erste Mal bei H1Z1 im Squad. So, wollen wir mal gucken. Doch lieber da hinten hin, ne? Oh, das sieht ungünstig aus. Hier werden viele kommen. War hier nicht schon gleich einer hinter? Nee, noch nicht. Hier hinten ist noch keiner rein. Aber es werden sicher noch ein paar hier landen. Da fährt schon einer durch die Gegend. Muss man ein bisschen lauter machen. Hier ist keiner. Ich feier dich. Das ist schön. Ich feier mich auch, Alter. Ich feier mich auch. Jetzt muss ich aufpassen. Hier ist ein Quad. Warum steht das hier? Ist mal weg hier. Stuntman! Fuck! Geht's jetzt auch mal? So. Erstmal haben wir das Fahrzeug. Und wir warten darauf, dass das Gebiet angegeben wird. Warum fährt schon einer? Ich sollte mir auf jeden Fall erstmal den Schlüssel klauen. Egal was ist. 6 Sekunden noch. Sag an. Wo müssen wir hin? Richtung Westen. Direkt hinter uns, alles klar. Wir versuchen so früh wie möglich ins letzte Gebiet zu kommen. Damit wir dann da noch ein bisschen looten können und möglicherweise dort nur noch auf vielleicht 10 Leute treffen. Das ist der Plan, Leute. Das ist der Plan. Ich muss ja nicht gleich in irgendwelche Krawalle hier mit reingezogen werden. Mal gucken. Oh, noch viel weiter. Ruhig bleiben. Kevin Königsberger, dich habe ich aber auch schon länger nicht gesehen. Hallöchen. Oh, ich habe gerade gehört, wie einer nachgeladen hat. Links von mir. Muss mal ein bisschen lauter machen. Oh, das gab gerade Tote. Noch weiter, was ist denn da los? Reißt Mauern ein, Leute, reißt Mauern ein. Oh, 83, 82, es läuft. Für mich gerade positiv. Solange die alle einfach krepieren, ist alles okay. So, wie weit müssen wir noch? Oh, immer noch ein gutes Stück, ey. Dieses scheiß Quad ist einfach zu lahm. Aber stellt euch mal vor, ich müsste das alles laufen. Also von daher geht schon. Rotkäppchen ist auch am Start. Mensch, na endlich. Die Familie wird langsam vollzählig. So, mal gucken. Hier hoffen wir mal, dass noch keiner da war. Helmchen nehmen wir mit. Hier ist ein Polizeiauto. Na, perfekt. Nehmen wir doch gleich. Habe ich da was übersehen? Ja, da ist auch nichts. Hatte viele Prüfungen. Ich hoffe, die sind positiv ausgegangen. Für dich. So, wenn ich richtig gesehen habe, ist da so ein Haus in der Mitte mit irgendwas mit Straße. Ja, es wird hier dieses Wohngebiet sein.
Erstmal gechillt hier rein. Oh, hier war aber schon jemand drin, da. Alte Scheiße. Hier ist, oh, hier hat auch jemand sein Leben gelassen. Revolver-Kit. Ah, mal gucken. Das war zum Anfang sicher. Aber das heißt natürlich, dass die ganzen verfickten Häuser hier schon gelootet wurden. Deswegen gehen wir mal lieber ein bisschen vorsichtiger um. Ob Watson auch... Klar kommt Watson auch noch. Nur Watson braucht ein bisschen länger. Ihr müsst überlegen, der ist in Texas. Ja? Der hat ganz andere zeitliche Vorgaben, der arme Junge. Ja, der kommt meistens um 22 Uhr abends, also bei uns 22 Uhr, von der Schule. Komm, wir machen mal die ganzen Zäune kaputt. Scheiß auf Zäune. Da vorne ist einer. Den holen wir uns. Wichser. Ich brauche neue Muni. Ich brauche neue Munition. Ich muss hier erstmal... Oh, fuck. Ich muss hier weg. Fuck, fuck, fuck. Oh, fick dich. Hör doch auf mich zu schießen. Zwei habe ich gestresst. Den einen habe ich sogar hart getroffen. Alter, wenn hier die Bomben runterkommen, dann muss doch hier auch irgendwo das Pack sein. Kann mal einer nach vorne gucken von euch? Ihr seid so viele, ne, die zuschauen. Ihr guckt einfach zu. Keiner sagt mir, Mensch, Vendetta, passt doch mal lieber auf. Ah, hier da. Da will leider noch jemand ran. Schnell mir die Kiste auf. Schneller, schneller, schneller. Muni. Alter, war das knapp. Fick die Hände, war das knapp. Oh, scheiße. Ich habe aber Muni gekriegt. Oh. Ich blute. Aber ich habe die Kiste gekriegt und alles. Es ist mir also gerade vollkommen egal. Ich stress die einfach nur... Ah, scheiße. Hat's mich zerfetzt. Schade, ich habe zu viel Stress mit dem angefangen. Mist, verdammter. Das war witzig, oder? Ach, ich hoffe, er krepiert in der Hölle und muss da irgendwelche Penisse lutschen. Ist mir auch egal. Ach, Mann, fuck. Ja, ich wollte mich ja eigentlich heilen, aber der kam ja so schnell hinterher, der Pisser. Ach. Fuck, fuck, fuck. Egal, ist die erste Runde des Abends, Leute. Beim letzten Mal habe ich wie lange gemacht? Zu lange, die Augen haben nur noch geglüht. Aber ich fand den Flug trotzdem richtig cool. Muss ich dazu sagen. Fand ich gelungen. Na, Fläschchen. Oh. Und Kevin, was für Prüfungen waren denn das? Ja, was machst du denn gerade? Ist das schon Ausbildung oder ist das noch hier ganz normal Schule? Ist es Abi? Was machst du? 166, 169, wo bleiben die Leute? Versuchen die hier doof hochzukommen? Nein, versucht gerade keiner, dann versuche ich es. Nein, 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 nein. Na komm, sei nicht so, Alter. Ja, geht doch. Oh, nur noch 30 Sekunden. So schnell wird das nichts. Normalschule. Heißt ja heutzutage, also, alles nur noch Oberstufe, ne? Ach, scheiße, muss ich schon absteigen. Nicht mehr Realschule, nicht mehr Hauptschule, nicht mehr, noch nicht mal mehr Förderschulen gibt's ja. Die wurden ja auch fast alle
Abgeschafft. Und geschafft. Der kleine Kobold auch. Normale Schule, ja? Also Realhaupt. Keine Ahnung. 9., 10. Klasse, wo seid ihr gerade? Wenn ich fragen darf, wenn ich so indiskret sein darf. Bei mir ist schon ein bisschen her, dass ich aus der Schule raus bin, deswegen bin ich einfach mal so frech. So, hier schön am Rand der Stadt irgendwo. Es ist aber eine kleine Stadt. So, hol Schwung, hol Schwung. 9. Klasse, also machst du jetzt gerade alles für den Hauptschulabschluss und wenn du das packst, machst du 10. Klasse hier Realschulabschluss, ja? Sekundärabschluss 2, bla. Fuck, Baum. 7. Klasse, bin 13, 14. Ja, das waren die meisten meiner Liebhaberinnen auch. Ja, das ist richtig böse gerade. Als ich natürlich 13, 14 war, das wollte ich nochmal dazu sagen. Oh Mann, ey. Ah. Oh, ich wünschte, ich hätte jetzt hier so ein super Twitch-Board und könnte hier jetzt so Pedobär einblenden. Das wäre genau das Richtige jetzt. So ein verfickter Pedobär so. Boah, Vendetta hat Kinderficker-Witze gemacht. Geht gar nicht. Darf man gar nicht. Alter, aber wenn ihr 13, 14 seid, oh, dann dürft ihr gar nicht meinen Humor teilen. Der ist viel zu krass. Ich hasse sowas. Ey, die jumpen durch die Gegend und ballern und krepieren nicht. Und ihr habt es auch gesehen, ich habe ein ganzes Magazin auf den Horst gewichst. Ach, Mann. Oh. So, brauche ich erstmal was Süßes zur Stärkung. Was haben wir denn hier? Ich habe noch einen lustigen Hasen von Ostern. Nein. Ich habe noch ein lustiges Schaf von Ostern. Ich esse ein Schaf. 17, 9. Klasse. Ja, du. Ich habe eine Ehrenrunde in der 9. gedreht und war deswegen auch 18 in der 10. Noch 16, ja, trotzdem. Mein Bruder war richtig geil. Mein Bruder ist erst mit 8 eingeschult worden, weil der hatte so einen kleinen Lispel-Sprachfehler, als er klein war. Und deswegen ist er ein Jahr länger in den Kindergarten gegangen, aber ist egal halt, ne? Und deswegen ist er mit 8 eingeschult worden und war dann halt 18 in der 10. Und dann ist er halt schon mit dem Auto zur Schule gefahren. Es war mega witzig. Vor allem an den Abschlusstagen, da haben die halt alle relativ viel gesoffen. Und er ist dann unerlaubterweise leicht... Also, er hatte noch eine Fahne, sagen wir es so. Ich weiß nicht, ob er alkoholisiert war. Aber dann hat er so auf den Lehrerparkplatz geparkt, ist ausgestiegen in den Lehrern und sagt so, moin, was geht? Fand ich ganz witzig. Ich habe erst relativ spät Führerschein gemacht, so mit 20. Weil vorher brauchte ich keinen. Ich bin die ganze Zeit mit meinem, ich hatte einen Motorroller und bin mit dem halt durch die Gegend gefahren. Ich habe im September Geburtstag, deswegen 13, 14. Ja, 11. September, hä? Bist du in einer Naturkatastrophe? Bist du ein terroristischer Anschlag? Meine Tochter hat auch im September Geburtstag. Lecker! Schokoschaf! Meine Tochter am 15. Mensch, da seid ihr ja kaum... auseinander, außer 13, 14 Jahre. Hast du mich geboxt, du? 30 Sekunden haben wir noch für scheiße Laberei. Erzählt was, Leute. Ich muss die Zeit hier auch rumkriegen. Wir sitzen alle im selben Boot. Ja? Ihr müsst schon was erzählen. Also hier ist ein Schokoschaf. Was macht ihr so? Ich box dem noch einer. Einfach so, weil ich es kann. 2, 3, 4. Jetzt. Ja. Was zockst du denn gerade? Weil du guckst Stream und nebenbei zockst du? Candy Crush oder was? Nee, Salzstangen. Ohne Scheiß. Rotkäppchen. Salzstangen ist so Zeug. Damit kannst du mich jagen. Ich esse sehr, sehr ungern Salzstangen. Ich weiß gar nicht, warum. Also Chips und so ein Gedöns, ja. Aber Salzstangen komischerweise, mm-mm. Oh, hier, der Supermarkt wäre super. Da gibt's doch alles. Ah, nein, nicht aufs Dach. Oh, scheiß die Wand an. Wo ist der Supermarkt? Da ist der Supermarkt.
Wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich dann schon total im Arsch. Nö, alles gut. Oh. Das gute alte DayZ. Sehr schön. Oh, ich hoffe, hier rennt noch keiner drin rum. Ich brauche doch nur eine Waffe. Dann nehme ich erstmal eine Pistole. Hauptsache, ich habe erstmal was, um mich zu verteidigen, falls hier irgend so ein Spacken gleich reinkommt. Oh, noch besser. Was schade eigentlich, dass das DayZ-Tagebuch aufgehört. Ja, ja, ich weiß. Das war mein größter Erfolg. Eins der DayZ-Tagebücher hat 18.000 Klicks. Da war ich noch cool. Aber weißt du, das Leben geht weiter. Aber ja, du hast recht, das war eine mega geile Zeit. Ja, Weibchen, was kann ich für dich tun? Hier, sag hallo, du bist live. Hallöchen, ihr Lieben. Jetzt keine Möpse in die Kamera zeigen oder sonstiges. Ich weiß, dass du das normalerweise, wenn du hörst, Livestream sofort machst, um Geld zu verdienen. Ne, aber hey. Und ich präsentiere euch Melli. Hi. Ja. So, was kann ich für dich tun? Warum? Was will die denn? Sie würde... Oh, fuck you! Siehst du, was passiert, wenn du in mein Leben trittst? Siehst du, was passiert, wenn... Nein, was? Sie nimmt Max mit. Wann? Weiter. Ach Mensch, das war doch nur ein Gag. Mein Gott. Hier, wenn, Beschwerden jetzt bitte an meine Frau. Ja, kommt jetzt. Guck dir das an, ich bin 108er. Jetzt kriegen die gleich einen Livestream, wie häusliche Gewalt abgeht. Na, ist egal. Okay. Ja, schön. Hättest du mir das nicht auch an einem anderen Tag erzählen können? Nein, weil ich sie ja jetzt anrufe. Ja, soll sie machen. Ja? Ja. Du hast nichts geplant. Ach, überhaupt nichts. Wann? Jetzt am Wochenende? Ja. Ja, weg damit. Bis Dienstagvormittag. Von Freitag bis ja, Dienstagvormittag. Ja, gut. Weg damit. Echt jetzt? Bis Dienstag? Ja, bis Montag. Ja, voll geil. Weg damit. So, tschüss. Also, ne? Ich muss mal ganz kurz das WLAN killen bei meiner Frau. Die nutzt mir zu viel Internet. Ich merke das. Und das ist dann nicht gut für den Stream, weil dann bricht immer mal wieder was ein und dann sehe ich hier oben sowas, das nennt sich schwache Videoausgabe bei YouTube. Und das alles nur, weil ich mich so aufrege. So, machen wir mal ganz kurz ihr das Internet kaputt. Nee, es ging darum, dass meine Frau Mutter, die fährt zu meiner Schwester für mehrere Tage und ob sie meinen Sohn mitnehmen darf. Natürlich! Hallo? 4 Tage lang, weg! Ich bin nicht der Letzte, der Nein sagt. Dass sie mich überhaupt fragt. Hallo, Frau Zörner. Ich begrüße Sie. Ist ja schön, Mensch. Hier kommen ja heute echt mal Leute zusammen. Das ist ja der Wahnsinn. So, Melli. Und zack ist das WLAN aus. Und es lädt. Das ist so scheiße, ne? Bei Speedport von der Telekom. Und zack ist das WLAN auf beiden Frequenzen aus. So, ich muss mich noch schnell hier entkleiden. Und weiter zerreißen und nochmal zerreißen und lass die Schuhe fallen und... warum kann ich meine Tasche... Was hab ich denn vergessen? Warum kann ich meine Tasche nicht bauen? Ach, hab ich schon. Oh Gott. Leute, ich bin echt ein bisschen neben der Spur. So, aber das WLAN-Gedöns ist jetzt aus und ich hoffe, dass sich der Ping endlich wieder normalisiert, weil er springt. Er springt total blöd. Naja. Ja, ich musste mich so aufregen. Es tut mir leid, kleiner Kobold, ja. Da kommt die hier rein und da kommt so ein anderer Typ. Ich hätte den ja gehört, wenn ich nicht leiser gemacht hätte, um meine Frau zu verstehen. Ach Mensch. Heiratet nie, Leute. Heiratet nie. Das macht euch das Zocken kaputt. Nein, Quatsch. Ich habe eine liebe Frau. Da kommt schon einer runter. Oh, da auch. Oh nein. Oh. Wollt ihr noch eine kurze Runde sehen? Ich nicht. Deswegen renne ich weg. Ohne Scheiß, ey, da mach ich nicht mit. Oh, da ist auch schon wieder einer in der Tanke. Wir machen jetzt Folgendes, passt auf. Wir lassen die sich jetzt alle gegenseitig killen. Und warten.
Ich habe jetzt zwar nichts zur Verteidigung, aber... Ach Mensch, schön hier, wie ihr euch alle gegenseitig begrüßt. Ich liebe das ja, Leute, ich liebe das ja. Werdet eine große, liebevolle Familie. Wachst zusammen. Achso, wie lange ich heute Abend mache? Stimmt, die Frage war vorhin schon von Rotkäppchen da. So, bis Mitternacht eins. Je nachdem. Kommt drauf an, wie lustig es mit Juni wird. Ja. Stresst euch, erschießt euch. Jetzt warten wir nur noch, dass hier einer wegfährt. Und ich mir Waffen holen kann. Leg dich hin und stell dich tot. Das ist doch mein Plan, Mensch. Das Problem ist, dass bei H1Z1 jemand, der tot ist, da ist ja nur dieser Sack. Ja, das ist bei, wie heißt es denn? Last Man Standing und das andere Spiel heißt... Ach, wir können, Players Unknown Battleground. Da ist es ja wirklich, glaube ich, so, dass Leichen liegen bleiben. Und hier ist das ja nicht der Fall. Wer hier tot ist, ist ein Sack. So, los, Zone. Oh, wir sind auch schon voll in der Zone. Mega gut. So, jetzt wollen wir noch mal gucken, ob wir irgendwo hier in Ruhe looten können, ohne dass wir gekillt werden. Okay, der holt sich ein Auto, das ist perfekt. Oh, da sind noch welche drinne. Oha. So richtig mit Glück hat das jetzt nicht zu tun. Ich habe gedacht, das war der letzte Überlebende. Ich überlege auch gerade, möglicherweise. Oh, da oben ist auch noch einer. Da oben ist einer. Habt ihr den gesehen? Da rennt er. Scheiße, Mann. Ja, stimmt. In dem, wo ich Zweiter geworden bin, habe ich ja die ganze Zeit nur einfach gegammelt. Aber da hatte ich wenigstens noch eine Waffe zum Anfang. Oh, der hat mich gesehen. Oh, fick die Henne. Oh. Fuck. Das darf nicht wieder passieren. Die sollen sich da drinnen ruhig stressen und kaputt machen. Ich will doch nur Waffen. Habt ihr gehört, die Kugel, die so schön hat, geknallt in meine Ohrmuschel? Sei doch still! Macht die Troller hier so... So viel Krach. Ich höre rechts Steps, aber ich kann mich natürlich jetzt liegend nicht umdrehen. Verdammte Scheiße. Ich sehe das Auto. Oh, scheiße. Da war noch einer. Okay, 57. ohne was großartig zu tun. Es läuft richtig rund. Es läuft verdammt rund. Ich gucke gerade, hat der Juni sich gemeldet? No, der Juni hat sich immer noch nicht gemeldet. Was soll denn das? Da muss ich schon mal melden. Das war kacke. Oh Mann, scheiß Spawn gehabt, alles scheiße. Ja, Sohnemann wird auf jeden Fall mitgenommen. Zacke, boom. Freies Wochenende ohne Kinder. Freies Wochenende ohne Kinder. Freies Wochenende ohne Kinder. Das klingt so herzlos. Ich liebe meine Kinder. Vergesst das. Also das, ne, soll nicht so böse klingen. Wisst ihr was? Jetzt bin ich optimistisch. Es ist jetzt ein paar Mal scheiße gelaufen. Jetzt lege ich Geld rein in den Pott. Zack, boom. Ich wette darauf, dass es jetzt abgeht. Ab morgen 8 Stunden. Ja, Digga.
das tut mir echt leid. Weißt du, was ich morgen habe? Urlaub! Also von daher, aber ich muss, also eigentlich ist auch nicht cool. Ich muss um 9 zum, meinen Sohn zum Kindergarten bringen, danach mit meiner Tochter zu so einem Babykrabbelkurs. Um 11 muss ich zum Zahnarzt, weil letzte Woche wurde hier hinten was gebohrt. Und ich glaube, da ist irgend so ein kleines Stück ist irgendwie abgebrochen. Das piekst so in die Zunge. Kennt ihr das? Mega miese Scheiße. Dann um 3 kann ich schon wieder mit meinem Sohn zum Kinderturnen. Also von daher ist mit Urlaub auch nicht so viel. Aber ich versuche immer noch irgendwie zeitlich was in den Urlaub zu packen, was mir Spaß macht. Und das ist abends das Daddeln. Ist gestrichen. Was ist gestrichen? Gestrichen? Ich bin jetzt mal weg, ich gehe mal ein bisschen feiern. Wünsch dir noch viel Glück beim Zocken. Danke dir, Kevin. Achso, ist gestrichen, meinst du? Nein, mein Urlaub ist nicht gestrichen. Quatsch, Ivo. Pipapo. Boah, dieser Irre mit dem Quad hätte mich beinahe umgebracht. Ich will jetzt noch den Sprung schaffen hier. Sex ist gestrichen. Sex ist immer gestrichen. Mit Sex will ich nichts zu tun haben. Das ist so eine eklige Sache, die Menschen so machen. Ah, mein Gott. Ey, wenn man es immer unbedingt will, dann klappt das nicht mit dem Rüberhüppen. Und wenn man es aber so einfach nur so zum Spaß sich hier so hinstellt, dann klappt es auf einmal. Mann! So, okay, ich habe jetzt Geld in den Pott geworfen. Das heißt also, in dieser Runde muss ich mindestens unter Platz 10 kommen. Also lege ich mich einfach tot auf den Boden und warte. Nein, Quatsch. Ich hoffe nur, dass endlich mal der Spawn passt. Ey, dieser blöde Spawn. Leute, und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ja? Achso, ich wollte noch dem Kevin Tschüss sagen, ne? Hier, viel Spaß beim Feiern. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, immer auf Daumen hoch drücken, ne? Sonst hasse ich euch. So, und dann verfolge ich euch in euren Träumen. Und dann seht ihr so einen kleinen Alex Vendetta, der in euren Träumen gegen euer Gesicht rotzt. Und das wollt ihr nicht. So, ich bin scheiße auf dem Dach gelandet. Da wollte ich auch nicht hin. Alter, nichts verloren. Du hast die besten Skills, Alter, Digga. So oder so, Alter. Alter, meine Battlefield-Skills haben sich aber gemacht im Laufe der Zeit, ja? Ich bitte dich. Na los, komm rein. Ich höre doch, dass hier einer ist. Boah, ist das unangenehm. Ich höre so viele Tapser. Ich höre so viele Tapser. Oh! Ich habe doch darauf gewettet! Ich kann doch gar nicht sterben! Ich habe auch extra mich dahingestellt, um hochzugucken, und da war eben keiner. Okay. Wollen wir was anderes spielen? Irgendwie Solitär, wo mir keiner wehtun kann? Nein, Quatsch. Ich bin kein Solitär, ich esse jetzt auch noch den Schokohasen. Und wenn mich irgendjemand fragt, warum ich das mache, dann weil ich traurig bin. Ja, und traurige Menschen werden fett, weil sie dann Schokolade essen und ich bin echt traurig. Mein Gott, was bin ich gerade traurig. Ich muss jetzt ein Schokoei essen. Ja, ich habe voll Bock auf Süßigkeiten. So. Ja, ich habe immer noch genug von den Talern, alles gut. Hauptsache Juni kommt bald mal an den Start. Würde aber echt mal interessieren, warum der Ping so rumstockert. Warum die schwache Videoausgabe ist und so weiter und so fort. Was soll denn das? Vielleicht muss ich auch nochmal die Bitrate ein bisschen verändern. Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich gehört, dass OBS jetzt so einen Noob-Modus hat und die perfekte Bitrate-Einstellung eigentlich vorgibt. Aber das funktioniert für meine Leitung nicht, ne? Weil ich ja eine Hybridleitung habe. Wenn dann irgendwelche Spacken mit dem LTE-Netz hantieren und dann da doch mal ein 4K-Video drüber gucken oder sowas, dann merkst du das sofort. Dann bricht nämlich diese LTE-Leitung ein und dann,
Ja. Habe ich halt solche abgefuckten Ping-Zeiten. Mmh. Das ist ja ein Ei mit Füllung. Mmh. So, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen hier diese modische Hose an. Und das 30 Sekunden. Also, was sagt uns das Outfit dieser Dame über ihren Charakter? Sie arbeitet in einer Schlachterei, denn sie trägt blutige Crocs. Sie geht gern mal am Wochenende irgendwie auf einen Rave, deswegen die Hose. Sie möchte aber nicht bekannt sein, deswegen trägt sie diese komische Maske. Solitär ist für Noobs, Spiel Solitär für Pros. Ich weiß nicht, was Solitär für Pros ist. Mau Mau? Ich hab keine Ahnung. Alter, heute läuft's nicht rund, Leute. Heute läuft's überhaupt nicht rund. Ich renne rum, krieg sofort den Kopf. Oha. Oh Mann, ey. Irgendwie mal näher zur Stadt wäre echt toll. So, komm. Du schaffst das. Das Problem ist, wenn ich halt so eine lange Strecke überwinden muss, dann bin ich halt langsam. Wie man gerade sieht. So, aber da vorne ins Gebäude rein. Damit werde ich hoffentlich der Erste sein. Willst du mich eigentlich ver... Oh, 305er Ping. Ey, so kann ich aber auch keinen killen. Okay. Habt ihr das gesehen? Getötet? Hier liegt sie. Naja. Hat einen Schlüssel. Vollidiot. Verbandskasten. Danke für den Schlüssel. Hat aber noch keinen Rucksack. Ich habe keinen Platz mehr. Ich brauche noch einen Rucksack. Du hast keinen Rucksack, ne? Keinen Rucksack. Aber seht ihr, genau das meine ich. Man kann einfach verdammt viel Pech und verdammt viel Glück bei dem Scheißspiel haben. So, der Typ hatte ein Fahrzeug, ist da reingegangen, weil er dachte, da ist ja keiner. Fuck, ich brauche endlich mal einen Rucksack. Ich meine, der hat ein Fahrzeug, der hätte auch verfickt nochmal erstmal durch die Gegend fahren können. Und hätte noch nicht looten müssen. So mache ich es jedenfalls, wenn ich ein Fahrzeug relativ früh kriege. Ja? Jawoll. So, jetzt können wir loslegen. Auch mit den anderen Waffen. Ey, ohne Scheiß, was updatet der gerade hier im Hintergrund? Irgendwas muss der updaten. Ich muss mal ganz kurz raus. Irgendwas wird hier doch geupdatet. Will der mich eigentlich verarschen? Hallo? Irgendwas muss hier im Hintergrund laufen, aber ich... Ach, wisst ihr was? Ich gehe noch mal in den Taskmanager. Und ich wette, Origin läuft. Das ist nämlich immer so ein Problem, dass mein Origin angeht. Aber nee, mein Steam Download. Oh, ich raste aus. Das erklärt alles. Warum? Obwohl ich im Game bin, ja, funktioniert das nicht. Also, ne, normalerweise darf er nichts downloaden, wenn Steam an ist. Das ist unverschämt. Das gehört sich nicht. So, hier waren wir schon. Ich höre Steps. Oh, fuck. Schönen Abend. Oh, fuck! Kleiner Kobold, lenk mich doch nicht ab. Ah! Fuck! Aber wir haben den Fehler entdeckt. Jetzt wird der Stream auch wieder normal laufen und der Ping normal sein. Oh Mann, ey. Weil das Steam auf einmal im Hintergrund anfängt zu downloaden. Ich raste aus, ey. Dieser Fehler wurde Ihnen präsentiert von Steam. Heute läuft's echt scheiße. Obwohl ich dem noch einen Header gegeben habe. Kacke. Ja, ich bin sauer.
Weißt du, wenn man solche tollen Erfolge hat im letzten Stream und jetzt fängt es so scheiße an. Mach mich fertig, macht mich das. Du kannst einfach Glück haben. In meiner ersten Runde, in meiner allerersten Runde bei H1Z1, da bin ich Vierter geworden. Und ich habe überhaupt nicht gecheckt, warum. Ja, also weil ich das Spiel überhaupt noch nicht kannte und gar nichts. Und hier ist es jetzt so, es ärgert mich einfach. Weil ich halt eigentlich weiß, was ich kann, ja. Oh, hier endlich normaler Ping, ey. Oh, danke Steam. Weil ich weiß, was ich kann und was ich auch eigentlich erreichen kann bei dem Spiel. Ne, ich habe immer noch ein bisschen Muffe halt, wenn es im Zweier-Duell ist oder halt auch, wenn es nur noch vier sind. Und es gibt einfach Leute, die haben Millionen Stunden auf dem Konto bei dem Game hier. Ja, dazu gehöre ich ja nicht, ich bin ja noch unter 30 oder so. Trotzdem habe ich mir ein ambitioniertes Ziel gesucht. Und mein ambitioniertes Ziel ist, ich möchte wenigstens einmal King of the Kill werden. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich komme dir da hinterher, du. Na los, mach du erst. Schön machst du das. Oh, den Move kannte ich noch nicht. Okay, jetzt kann ich. Du Vollspacken, jetzt fahr da hoch. So, habe ich dich sogar hochgeschoben. Nein, nicht runterfallen. Danke. Der wollte mir gerade das Quad klauen. Ja. Mehr kann man auch eigentlich gar nicht machen mit dem Quad, ne? Es ist halt einfach nur lustig, das Fahrzeug hier irgendwie hochzubringen, weil es ist ja nicht gewollt. Deswegen gibt es ja diese ganzen Absperrungen. Tja, wir beide haben es geschafft. Du, Digga, und ich. So. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass ich nicht mehr krepiere. Oh, ist das ärgerlich, ey. Jetzt ist der Ping für Streaming-Verhältnisse wieder relativ normal mit 80. Das ist okay. So. Ja, versuchen wir es hier vorne bei den kleinen Häusern. Diesmal bin ich sehr, sehr schnell unten. Jetzt muss ich nur vor allen anderen mal eine Waffe finden. Oh, jetzt geht das auch so traumhaft schön schnell hier. Geil, noch ein Militärrucksack. Medikit. Ja, ist doch ein ganz anderes Spielen auf einmal. Warum denn nicht gleich so? Nehmen wir auch noch mit. Mehr haben wir hier nicht. Sollte ich noch eine Pistole mitnehmen? Ich hab keine Angst mehr vor euch. Jetzt Platz 1. Jawohl. Die Motivation ist auf jeden Fall da. Nur noch eine vernünftige Waffe. Handgranate. Immer wieder gern gesehen.
Ach, da geht's raus, da wollen wir nicht hin. Ah, nur Dreckspistolen. Gib mir doch mal was Ordentliches. Naja, gut, hier. Sneaker sind doch schon mal. Sneaker. Ich nehme den Revolver mal mit, bevor ich nichts anderes habe. Einfach, dass ich auf die Entfernung nochmal auf irgendwas ballern kann. Ja, klar will ich Tipps, Leute. Ich muss Richtung Westen. Steht eine Karre. Da drinnen sind sogar noch Waffen. Ey, was ist denn hier los? Verkack's nicht. Ach so, so meinst du einen Tipp? Ich dachte, du gibst einen Tipp ab, welchen Platz ich erreiche. Oh, endlich. So, dann packen wir mal die hier hin, die da hoch, die hier rüber, die da hin, da, 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 da. Da ich sowieso nicht so gern mit der AK spiele, spiele ich echt mal jetzt mit Revolver als dritte Waffe. Ja, aber ich dachte, jetzt mal so einen ernsthaft gemeinten Tipp. Ist nicht irgendwie so ein Tralafitz hier. Wiederverwenden. Na, los. Da haben wir die Weste. Also das ist ein optimaler Start. Noch besser natürlich wäre es noch gewesen, wenn ich eine Weste gefunden hätte. Aber so, trotz allem, ist das ein guter Start. Kann ich mitleben. Ich habe sogar ein Fahrzeug. Hallo? Ich habe... Will der mich eigentlich verarschen mit dem Ping? 8000er Ping. 6000er Ping. Die Voraussetzungen sind perfekt dafür. Ja, das stimmt, aber... Hallo, Pedro. Aber ich muss gerade warten. Okay, Ping, wieder normal. Kann mir das mal einer erklären? So, was hatte ich gesagt? Ich muss Richtung Westen, 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 da lang. Scheiß Sound. Kann man eigentlich Leute überfahren? Hab ich dich, du Assi. Du hast doch mich angegriffen und jetzt liegst du hier und flänzt. Seht ihr, was ich meine? Leiche ist weg. Nehmen wir. Der hat meine schöne. Oh, ich brauche nochmal Bandage. Ja, ich weiß es halt auch nicht genau. Hä? Hallo? Alle rein? Hallo? Warum kann ich denn nichts nehmen? Will der mich verarschen? Jetzt geht's. Brauche ich noch irgendwas von dem? Eigentlich nicht. Hä, hatte der nicht auch noch AR-Munition? Oder habe ich die schon? Habe ich schon. Aber hier, Klebeband. Klebeband ist immer gut. Der hat mir ja meine Weste kaputt gemacht. Dann will ich auch gleich wieder eine neue. So, brauche ich noch was? Nö. Alles gut. Fast wieder voll rehabilitiert. Alter, hat der auf meine Karre geschossen, der Hundesohn. War hier schon jemand drinne? Nimm das! Ah, ist keiner. Falls es wirklich zum Shootout kommt am Ende, sind Molotovs und Granatos nicht verkehrt. Mein Gott, wem gehört nur diese Karre? Ich brauche noch mehr Muni. Was hatte ich gesagt? Richtung Weste, Dörlock. Ho.
Ich hab ein... Oh, ich hab ein Karnickel als Fahrzeug. Oh, hüpft einfach so über alles. Hier sind schon die Türen teilweise auf. Hier müssen wir nicht bleiben. Sind mir schon ein paar viele gestorben, würde ich mal sagen. Warum wackelt eigentlich die Cam immer so hin und her, wenn man im Auto ist? Voll lächerlich. Fahre ich immer noch richtig? Ja, weiter, weiter, weiter. Wir haben Zeit. Rotkäppchen, wir brauchen mal einen vernünftigen Namen. Ne? Immer dieses Hallo Rotkäppchen und der böse Wolf. Ich kürze ja immer gerne auch ab. Bei Pedro sage ich auch nur Pedro, nicht Pedro Player. Von daher, wie nenne ich jetzt Red Hat? Oder Red Cap. Oder irgendwie sowas. Oh, da will einer Stress, da will einer Stress. Ja, der will Stress. Ja, will er, will er, will er, will er, will er, will er. Ja, das konnte ich nicht mehr schaffen. Sag einfach Wolf, okay? Also, Wolf, okay? Wie geht's dir heute? Das war übrigens scheiße. Ich hätte mich nicht mit dem anlegen sollen. Ich hätte einfach weiterfahren sollen. Aber ich dachte, okay, der Wichser hat nicht nachgeladen. Außerdem hatte ich sowieso nicht genug Muni. Von daher, draufgeschissen. Also, es war jetzt schon wenigstens ein Kill dabei und... was ist das? Alex, bist du im Charakterauswählbildschirm auf Europa gegangen? Ja, bin ich, du. Pass auf, du hast aber wahrscheinlich auch nicht das Problem, dass du standardmäßig schon einen 50er Ping hast. Ich bin im Europa, das siehst du. Wenn ich jetzt hier gleich starte, steht da oben irgendwie Welt, bla, Europa. Ja, danke mir auch. Ich habe Urlaub, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Wolf, okay. Da oben. Solo Europa Welt 2. Do you know what I mean? Yeah, you know what I mean. Do you know what I mean? Yeah, you know what I mean. Oh, ein Kumpel hat mir gerade ein Bild geschickt. Sehr lustig. Als die Frau mit den großen Brüsten mich im Aufzug bat, die 2 zu drücken, ist es irgendwie eskaliert. Finde ich lustig. Finde ich lustig. Kann man mal machen. So, die Tasche noch. 30 Sekunden geht's wieder los. Alles klar, Wolf, okay? Ja, komm. Ist doch witzig. Was wollen wir eigentlich demnächst streamen? Also ich habe mir jetzt auch Players Unknown Battleground gekauft. Habe ich vielleicht gestern schon erwähnt. Weiß ich gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Oh, der hat es geschafft. Und werde das machen demnächst. Bald. Bald. Ach, ist das schön. 4 Tage ohne Kinder. Ich freue mich gerade richtig. Danke, Mutti. Falls du das hier siehst, Mutti, der war für dich. So. Wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir denn hin? Hier versuchen wir es nochmal in dieser kleinen Siedlung. Vielleicht diesmal gleich zu dem großen Gebäude. Okay, alles gut. Oh Mann, leck mich doch am Arsch! Es kann doch einfach nicht wahr sein!
habe ich heute einfach zu gute Laune für dieses Spiel. Boah, kotze ich gerade. Seit 55 Minuten streamen wir, meine lieben Freunde. 55 Minuten. Und seitdem ist der einzige Erfolg irgendwo um die 40. Was soll denn das? Oh, ich breche ab. Oh. Okay. Kann echt nicht wahr sein. Oh, kotzt das gerade an. Und wofür zerreiße ich das denn hier dann alles? Das macht doch gar keinen Sinn. Wenn ich doch eh nicht so... Entschuldige bitte, ich wollte nicht so laut sein, das tut mir leid. Ich werde jetzt ein bisschen leiser reden. Okay? Gut. Mann! Entschuldige bitte. Nee, ich glaube, das geht im Chat nicht. Probier's mal. Bambi, Bambi, 2K7. Ist eigentlich ein cooler Name, wenn man auf Bambi steht. Ist denn der Spielesound laut genug gegenüber meiner Stimme? Oder sollte ich vielleicht den Spielesound noch ein bisschen für euch lauter machen? Damit meine Stimme nicht so massiv rauskommt, wenn ich ein bisschen lauter und aggressiv bin. Ich bin nicht aggressiv. Ich bin nicht aggressiv. Nein, ich habe kein Wutproblem. Nein. Hä, den interessiert's gar nicht. Ich bin nicht aggressiv. Ja, ja, ja. Was hast du eigentlich für bescheuerte grüne Gläser? Du nimm das und... Also ohne Scheiß, wenn wir bis elf heute keinen Erfolg gefeiert haben und unter 10 gekommen sind, spiele ich ab 11 was anderes. Mache ich einfach. Dann habe ich keinen Bock mehr hier drauf. Dann raste ich nämlich nur noch aus. Ich bin jetzt schon wütend. Aber Bambi ist ja nicht retro, das ist ja so ein Ding. Es gibt ja keinen Walt Disney Film, wo man sagen kann, boah, der ist aber richtig retro. Weil diese Disney Filme sind irgendwie so zeitlos, weißt du, was ich meine? Da kann man nie von retro sprechen. Als ich in den 90ern, hörst du mal auf mich zu schlagen, ich unterhalte mich hier gerade mit Leuten, was bist du so unfreundlich? In den 90ern das Dschungelbuch geguckt habe, dann war das ja auch nicht retro, sondern das war einfach so gerade ein frischer Disney Film. So, weil ne, früher die Disney Filme ja immer nur... Ich weiß gar nicht, alle 10 Jahre mal wieder neu oder 5 Jahre neu auf Videokassette damals rauskam. So, dann habe ich halt Dschungelbuch gesehen und das war für mich so ein cooler, neuer Disney-Film. So, fertig. Aber der ist ja uralt. Ja? Also, wisst ihr, was ich meine? Disney-Filme, ich denke jetzt so bei den Computeranimierten. Da nagt der Zahn der Zeit schon härter dran als an diesen Zeichentrickfilmen. Obwohl, ich habe vor einiger Zeit mit meinem Sohn Toy Story 1, 2 und 3 zusammen so geguckt. Das war so bei Disney Cinematics oder wie das heißt, so ein Special. Der erste ist nicht schlecht, ne? Obwohl der auch, der ist aus den 90ern. Ne? Der ist aber wirklich nicht schlecht. So, da ist wieder das Militärcamp, da wollen wir nicht hin. Da ist die Tankstelle, da wollen wir auch nicht hin. Wir machen es gechillt. Wir suchen uns jetzt ein Gebäude aus, hier das da, die Farm. Oh nein, das ist die Farm des Grauens. Bei dieser Farm habe ich mal 30 Minuten gesessen, Leute. Das ist das, was vorhin jemand meinte. Wo ich zweiter Platz wurde. Da habe ich hier die ganze Zeit gechillt. Cool. Cool. Waffen braucht ein Bauer wohl nicht. Hat ein Bauer keine Waffe? Eine Machete. Was soll ich denn mit einer Machete? Wo kommen wir denn da hin? Ich will was zum Schießen. Ich will kaputt machen. Und Fahrradhelm. Toll, Motorradhelm meine ich. Renne ich mal rüber da zu den anderen Häusern. Oh, fuck. Hätte ich vielleicht die Machete mitnehmen sollen. Aber ich habe da drüben noch keinen Laufen gesehen. Ach, Jungs und Mädels, ihr könnt übrigens richtig stolz sein. Seit 2,5 Wochen rauche ich nicht mehr. Nur noch dampfen. Aber ich rauche nicht mehr. Ich bin stolz auf mich. Und was ich an Geld gespart habe, ach, hört mir auf. Vielleicht habe ich aber deswegen auch so einen großen Japp auf Süßigkeiten. Ich weiß es nicht. Oh yeah, Baby. Schüttel dein Haar für mich.
So. Aber hier in der Scheune habe ich auch schon mal gute Waffen gefunden. Ist ja immer random. Oh. Nehmen wir mal Pfeil und Bogen mit, einfach weil es cool ist. Jetzt machen wir Rambo. Dumm, dumm, dumm. Oh, Militärrucksack, perfekt. Hier gibt es noch mehr Pfeile. Ich habe noch nie einen Kill mit einem Bogen gemacht. Das ist doch schon Alex, hä? Das ist doch schon Alex. Was, Retro oder was? Da war nix. Gehen wir mal aufs... Wir sind eine Dame. Wir gehen aufs Damenklo. Ach doch, zum Herrenklo. Es wäre aber echt mal lustig, jemanden mit Pfeil und Bogen zu erschießen. Ob der dann instant tot ist? Erstmal kurz gucken. Nein, der Juni hat sich noch nicht gemeldet. Der Juni soll sich endlich mal melden. Wo bleibt der Juni? Ach, perfekt. Oh, es wird sogar immer besser. Guck mal, ich kann hier in Ruhe fertig machen. Finde hier Waffen. Super. Dass du nicht mehr am Rauchen bist, meine ich. Ach so. Ach so, schön. Das sollte schön heißen, nicht schon. Ja, ist es wirklich. Ist für alle Leute in meinem Umfeld unverständlich, wie das überhaupt kommen konnte, weil ich halt so viele Jahre, so lange und auch relativ viel geraucht habe, das muss ich dazu sagen. Aber ja, ich find's auch cool. Das ist einfach nur so aus einer Laune heraus. Achso, wo muss man denn, oh, nordwestlich. Machen wir gleich, wenn wir hier alles haben. Ein bisschen Muni wäre noch nett. Sneaker sind auch nett. Brauchen wir noch irgendwas? Ja, einen können wir schon mal wiederverwerten. Die können wir zerreißen. Die können wir zerreißen. Das, den können wir zerreißen. Nordwestlich. Nordwestlich. Ah, da müssen wir da hoch, okay. Einmal rennen wir noch hier durchs Haus. Oh, da ist noch ein Militärrucksack. Den nehmen wir natürlich mit. Jetzt erkenne ich die auch endlich mal aus der Entfernung. Das ist so. Ach, Mensch. Und das war's mit Pfeil und Bogen. Ist natürlich klar, dass wenn ich 60 Schuss in der AK habe, ich die lieber benutze als Pfeil und Bogen. So, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, wäre ein Fahrzeug. Wir müssen ja nordwestlich, nordwestlich, in die Richtung. Ne? Gucken wir mal, ob wir noch was Fahrbares finden. Ein Quad oder sowas. Aber es hat sich gelohnt, hier zu landen. Hat sich wirklich gelohnt. Weil ich hatte Ruhe. Ich hatte genügend Gebäude, die nicht gelootet waren. Super. Hier sind nur Schuhe und ein Verbandskasten. Den Verbandskasten nehmen wir noch mit. Oh, das habe ich ja alles gar nicht gesehen. Ist ja alles voll hier. Muss ich auch mal nachladen, das Ding hier. Splittergranate nehmen wir auch noch mit. Noch ein Verbandskasten. Ich muss mal ganz kurz lesen. Dass du nicht mehr rauchen bist, meine ich so. Da. Ich bin auch etwa so alt wie du, Alex. Finde auch Filme von früher einfach besser als die von heute. Zum Beispiel Indiana Jones Filme, ganz ohne CGI. Aber einfach okay. Weißt du, wie alt ich bin? Muss ich jetzt echt mal fragen. Du sagst ungefähr so alt wie ich. Fuck, ist da einer? Ja, steht nur so, ne? Ja, es gibt einige Filme von früher, die ich richtig, richtig gut finde. Also, sei es die Terminator 2 natürlich, Terminator 2, großartiger Film, gehört definitiv zu den meistgesehensten Filmen von mir. Dann Twister, aber der hatte CGI, aber das kann man immer noch ertragen.
die CGI-Effekte. Stirb langsam. Die Mumie. Alter, die Mumie. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte zu. Und zwar, als meine Mom sich von meinem Dad getrennt hat und wir halt mit meiner Mutter weggezogen sind und sie dann einen neuen Job hatte und so weiter, ist sie dann von ihrem ersten Gehalt, was sie hatte, mit uns in die Stadt gefahren und hat gesagt, so, jetzt machen wir es uns so richtig schön so. Also so Neuanfang, Leben, pipapo. Könnt ihr euch gut vorstellen, oder, was ich meine? Und dann waren wir im Galeria Kaufhof und da gab es halt Videokassetten und dann haben wir die Sternfahrer von Catan gekauft, um einen Spieleabend zu machen und haben zwei Videokassetten gekauft und das war Die Mumie und Matrix und beide Filme zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gesehen gehabt und dann haben wir uns abends hingesetzt und haben Die Mumie und Matrix halt geschaut und ich mag beide Filme immer noch sehr, sehr gerne, aber verbinde die immer mit diesem Ausflug mit meiner Mom, so sie das erste Mal mit uns, ich habe noch zwei Geschwister, getrennt von meinem Vater, so, ne, alleine auf eigenen Beinen. Oh, das wird knapp. Den dritten. Ich bin 33, ja. Ja, ich werde 32 nächsten Monat. Also im Juli. Hast recht. Die Mumienteile sind gut. Eins, zwei und... Der dritte ist doch eigentlich dann Scorpion King. Beziehungsweise dann gibt es ja auch noch den mit dem Yeti. Was ja eigentlich doch der vierte Teil ist, oder? Also... Weiß ich gerade gar nicht genau. Was du jetzt als dritten Teil verstehst. Es gibt die Mumie 1 und die Mumie 2. Dann gab es Scorpion King, der ja auch im Grunde die Mumie 3 ist. Also wenn du eine Trilogie von der Mumie damals gekauft hast, war immer 1, 2 und Scorpion King drin. Und dann gab es halt der rote Drache oder... Nee, das heißt anders. Wie heißt denn der? Die Mumie. Den habe ich nicht oft gesehen, den Teil. Mit den Yetis da im Schnee. Aber ja, es stimmt schon, was Bambi da geschrieben hat. Die Sachen mit den CGI-Effekten, es nervt teilweise nur. Obwohl, ich muss eine Sache mal herausnehmen. Ich habe gestern Abend Doctor Strange geguckt, weil ich das bis jetzt immer noch nicht geschafft habe. Und der war bei Amazon am Freitag für 99 Cent so Friday-Angebot war der drin. Habe ich den halt mal ausgeliehen für 99 Cent, weil ich will nicht mehr so viele Blu-Rays und DVDs kaufen. Ich habe oben im Wohnzimmer, ich muss darüber auch mal ein Special machen, mehr als 1400 Filme im Regal stehen. DVDs und Blu-Rays. Oh, ich muss mal kurz hören. Ja. Das ist unglaublich viel Geld. Oh nein, es funktioniert schon wieder die Umschau-Taste nicht. So funktioniert's. Kacke. Ich muss mal kurz gucken, wie ich das vielleicht... Nee, es funktioniert nur, wenn ich laufen loslasse. Ich habe sau viel Geld für Filme ausgegeben. Manche Filme habe ich halt für 27 Euro gekauft, so 3D-Filme oder sowas. Oder Sachen aus dem Ausland waren noch viel, viel teurer als damals noch The Rock. Der Film mit wie heißt er? Nicolas Cage. Wo sie auf der Insel sind, bei Alcatraz und so weiter. Der war früher indiziert in Deutschland und da habe ich den aus Österreich bestellt. Da hat mich die scheiß DVD 45 Euro gekostet. 45 Euro. Ja. Oh, ich muss mehr nach Westen. Das Grabmal des Drachenkaisers. Genau. Ja, den Film meinte ich. Den habe ich zum Beispiel nur einmal geguckt. Und die Mumie 1 habe ich, glaube ich, 30 Mal gesehen. Weil er einfach unglaublich lustig ist. Ich freue mich schon total drauf. Genau diese Filme. Also deswegen ist es so toll, auch Kinder zu haben. Weil ich möchte sehen, wie die reagieren, wenn ich dann diese Filme zeige. Ja, wenn der dann später mal mit mir die Mumie guckt. Oder Matrix. Ja, Matrix war ja für mich so voll so, oh. Aber ich wollte noch auf CGI zurück. Ich springe gerade ganz, ganz viel. Es tut mir leid. Doctor Strange. Da wird ja die ganze Welt immer wieder gedreht und durch Magie irgendwelche anderen Sachen gezogen. Und das ist echt krass mit dem CGI dort. Oh, fuck, Leute. Ich glaube, ich verkack's gerade. Du, Fight Club habe ich, also ich kenne den Twist von Fight Club und früher haben alle von Fight Club geredet, obwohl du ja nicht über den Fight Club reden darfst. Und das hat mir das irgendwie kaputt gemacht, sich Fight Club anzugucken. Ich habe bis heute Fight Club nicht gesehen,
Aber ich kenne den Namen Tyler Durden, ich weiß, was da abgeht, ich weiß, was dort gemacht wird und ich kenne halt den Twist von diesem Film. Und deswegen habe ich bis heute nicht Fight Club gesehen. Ist das nicht traurig? Ich finde das sehr traurig. Snatch kenne ich hier, Gauner und, nee, Schweine und Diamanten oder so. Ja, den habe ich mal gesehen, da nuschelt Brad Pitt so. Aber fand ich auch nicht so geil. Habe ich es geschafft? Alter, ich habe es geschafft. Nee, noch nicht ganz, aber noch ein bisschen. Aber ich habe es geschafft. Hätte ich nicht mit gerechnet. Übrigens Platz 27, nur weil ich mit euch laber. Terminator 2 wird ja jetzt bald wieder aufgeführt in überarbeitetem, von James Cameron überarbeitetes 3D im Kino. Finde ich schon ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also. Was, dass ich Fight Club nicht gesehen habe? Ey, ohne Scheiß. Und ich nenne mich Filmliebhaber und auch eigentlich halte ich mich für sehr kompetent, wenn es um das Thema Filme und Kritiken geht. Da halte ich mich wirklich sehr, sehr kompetent und die Leute verlassen sich auch auf meine Meinung, wenn es um Filme geht. Also es gibt echt einige, die mich fragen, so hier, der und der Film, sag mal, kannst du den empfehlen, ist er gut? Und ja, es tut mir leid, ich habe Fight Club nie gesehen. Aber ich werde es irgendwann mal nachholen, wenn ich ganz, ganz traurig, einsam und alleine bin, dann werde ich den mal gucken. Oh, immer noch ein bisschen. Da fehlt noch ein bisschen, um komplett aus der Gaswolke zu sein. Oder ist das... Ah ja, okay, ich habe ihn gesehen. Fuck you. Ich sehe nicht. Ach, scheiße. Ach, Mann, es tut mir echt leid. Du hast doch jetzt Urlaub. Ich glaube, ich habe den Film sogar in meiner Sammlung. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe ihn sogar mal gekauft, weil ich dachte, okay, man muss diesen Film auch mal haben. Hey, unter Platz 20, wenigstens etwas. Ich guck mal kurz. Ich habe nämlich, ich kann euch den Link auch gerne mal reinstellen. Da könnt ihr sehen, welche Filme ich besitze, weil ich scanne die alle ein. Weil wenn du so viele Filme hast, kommst du nicht mehr hinterher. Und ich habe auch nach der My Movies for Android Database, habe ich die auch einsortiert in meinem Regal. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da sind dann diese Filme, ne, und dann sind die alle da so, na, ich glaube, das ist zu hell für die Kamera, kann man die halt alle so, ja, ich muss nur unten auf die Lupe drücken, dann weiß ich, ob ich den Film habe. Zum Beispiel, wenn ich im Mediamarkt bin, ich weiß ja nicht, ob ich den Film jetzt noch kaufen muss oder nicht. So, gucken wir mal. Fight. Ich habe Fight Club sogar auf Blu-ray, ja. Ich habe Fight Club, ich habe The Fightening, ich habe Girlfly, Fight, ich habe Sky Fighter, Street Fighter und Street Fighter 2. Ja, das sind die ganzen Filme und hier oben, ich gehe drauf. Dann sehe ich, ich habe Fight Club. Und wenn ich dann den Film nach rechts oder nach links switche, das dauert immer einen kleinen Moment, dann sehe ich, welche Filme da ungefähr in der Nähe sind. Zum Beispiel auch FC Venus. Ja, der gehört meiner Frau, das weiß ich. Aber Fast and the Furious Tokyo Drift ist auch direkt daneben. Und dann weiß ich, okay, da ist der Film zu finden. Und ja, ich werde ihn mal gucken und werde mich demnächst dazu äußern. Versprochen. Versprochen. Achso, ich wollte doch den Link mal... Ich muss das Spiel eh mal neu starten wegen der Alt-Taste, dann kann ich euch den Link mal geben, dann könnt ihr selber gucken, was für Filme ich habe. Wo ist denn das? Mal ganz kurz das Spiel verlassen. Ah, hier sieht man meinen Desktop. Perfekto. So, dann wollen wir mal gucken. Ich muss mir den Link Einstellungen... Wir können auch mal ruhig was zwischendurch machen, das ist vielleicht auch ganz gut für meinen Kopf.
Mit denen ich so viel Blödsinn mache. Online-Kollektion, da. Die Adresse. Okay, ich schreibe. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier reinstellen darf. Ich versuch's einfach mal. HTTP. Doppelpunkt. /. c.mymovies.dk. Haltet euch fest, Alex Vendetta. Ist gar nicht so schlimm. Mal gucken, ob das geht. Ich kopiere mir erstmal den Text. So. Und da könnt ihr euch das ganze Teil mal kopieren. Wir können es mal testen, ob das so funktioniert. So, dann hau ich mal hier rein. Oh, nein, du sollst die Seite öffnen, du Arschloch. Warum macht denn die nicht auf? Was habe ich denn falsch gemacht? c.mymovies. Ist doch richtig. .dk /AlexVendetta. Gehe ich einfach da drauf. Ist ja egal. MyMovies online. Müsste ja auch so funktionieren. Dass man dann einfach Alex Vendetta eintippen kann. Wie krass ist das denn? Demonstration. Dann kommt das Ding hier. Aber. Ach nee, warte mal. Das ist falsch. Jetzt machen wir mal hier. Alex Vendetta. Habe ich doch richtig eingetippt. Jetzt geht's. Weiß der Deibel, warum es eben nicht ging. So. Ich habe auch Prinzessin Lilifee. Ja, und das war der letzte Film, den ich eingescannt habe. Ihr müsst dazu verstehen. Nee, doch, ist dieselbe Adresse. Das ist zum Beispiel als Film, Filmnummer 933. Aber damit ist immer nur die DVD gemeint. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sowas eintippe wie. Ich habe ganz. Also die Verpackung an sich. Ich habe ganz, ganz viele Filme, wo zum Beispiel 10 Filme auf einmal sind. Oder Matrix zum Beispiel. Genau, beim Matrix haben wir vorhin genannt. Wo kann man denn hier suchen? Wall. Das ist schön. So gefällt mir das. Genau. Kann man das gut sehen? Ja, kann man gut sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sowas nehme wie. Ja. Ich muss das so mal. Ah, hier zum Beispiel. Nehmen wir mal Angel. Dann steht hier einfach nur Season 1 bis 5. Ja, aber das sind zum Beispiel komplett, ja, 5 Staffeln. Also deswegen, irgendwo kann man das auch sehen, wie viele Filme an sich man hat. Und das sind dann irgendwie 1400 oder 1300 noch was. Was weiß ich. Ich habe ja auch ganz, ganz viele Serienboxen, die ich sammle, weil ich die halt cool finde. Oder hier sowas halt, Best of Hollywood. Hier, Der dunkle Kristall, Die Reise ins Labyrinth. Da sind halt dann einfach 2 Filme drin. Hier, Ugly Betty, ganz kurz, das gehört meiner Frau, das will ich mal dazu sagen. Das ist sowas wie hässliches Berlin, Tag und Nacht Gedöns oder irgendwie sowas. Also ich habe auch viele schlechte Filme, aber die gehören mir dann nicht. Das muss ich wirklich mal dazu sagen. Die gehören meiner Frau, die hat die mit in diese Ehe geschleppt. Schlechte Filme. Ich suche gerade noch so krasse Boxen, die einfach klar machen, was ich meine. Alleine Tekken habe ich, glaube ich, 3-mal. Ganz schlimm. Habe ich jetzt eine DVD-Version schon von verschenkt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Diese DVD-Boxen, wo einfach so ganz, ganz viele Filme dann auf einmal drin sind. Aber finde ich gerade gar nicht so hier beim Durchscrollen. Naja, aber da über den Link könnt ihr auf jeden Fall sehen, welche Filme ich besitze. Und dann können wir gerne mal diskutieren über den einen oder anderen Film. Okay. Rotkäppchen, ich komme nur auf 70 DVDs, die ich meinen eigenen nennen kann. Ja, es ist auch nicht toll, so viele zu haben. Ne? Das will ich mal dazu sagen. Das nimmt nur Platz weg, es kostet unheimlich viel Geld. Und am allerschlimmsten ist, die Leute kommen, leihen sich Filme bei dir aus und bringen die einfach nicht wieder zurück. Ich mach doch jetzt H1Z1. Lukas der Killer 07. Hallo. War das jetzt, weil ich zu lange gerade zu den DVDs geswitcht bin? So, ihr wollt Blut und Gewalt sehen? Ja, meine lieben Freunde, es geht sofort weiter. Das war einfach nur so ein kleiner Abstecher gerade. Es tut mir ja leid. Ich muss aber jetzt endlich mal wissen, wo der Juni bleibt. Nee, Lukas, ich spiele heute mit meinem Kumpel Juni. Auf den warte ich noch die ganze Zeit. Hier übrigens zu der Frage von vorhin, ob ich in Europa spiele. Ja, tue ich. Wo? Ich schreibe jetzt mal hin. Zappalot, wo steckst du?
So. Und so lange machen wir auch noch Solo, bis der Juni da ist. Dann, ja, dann können wir vielleicht sogar in so einem Fünferteam spielen. Kein Problem. Müsst auch mal gucken, bei Discord gibt es auch einen Impuls-Channel. Könnte ich ja auch mal, wer gerne zu Discord rutschen möchte und uns nerven möchte, wenn wir online sind, kann das gerne tun. Unser Impuls-Teamspeak gibt es aber auch immer noch. Das findet ihr bei mir auf der Facebook-Seite. Einfach mal gucken. Fallen lassen, so. Flutsch. So, chillen wir doch ein bisschen und fassen diesen Mann hier an. Fass ihn an. Halt dich fest, ich heiße so, wie ich immer heiße. So, wie ich hier heiße. Ich meine, was haben die Leute davon, mich hier zu boxen? Du, ich habe Konsolen noch und nöcher oben im Wohnzimmer stehen. Ich spiele so gut wie gar nicht an der Konsole. Ich spiele halt viel, viel lieber am PC. Das macht mir viel, viel mehr Spaß. Ich habe mir im PC, habe ich mir auch eine Elgato eingebaut, also so eine Capture Card mit 60 FPS, damit ich eigentlich auch mal Konsolen aufzeichnen kann. Aber ey, ich habe einfach keinen Bock auf Joystick und so weiter. Also klar, ab und zu spiele ich auch mal ein Spiel mit einem Gamepad am PC, aber ich habe irgendwie keinen Bock auf Konsolenspiele. Ich weiß auch nicht warum. Kannst du bitte auf Steam meine... Ja, ich habe es gesehen, dass du mir geschrieben hast. Alter, entspann dich mal. Ja, ich bin hier voll, ob ich die jetzt annehme oder in 3 Tagen, das ist doch okay. Immer haben die Leute keine Zeit. Jetzt rein. Oh, hau rein, Wolf, okay? Oh, scheiße, hier wird schon geschossen. Ich will doch noch gar nicht in die Fresse kriegen. Aber ich bin mal nicht so. Ich nehme mal deine Freundschaftsanfrage an. Zack. Hier höre ich doch jemanden steppen. Arschloch. Der hat sich aber echt ein bisschen dumm verhalten, oder? Retro-Pie gemacht. Ey, das ist cool. Alter, das ist richtig cool. Ich habe auf meiner Amazon-TV-Box habe ich einfach einen Emulator installiert. Das war nicht so ganz einfach. Da muss man so ein paar Schritte... Ja. Ich will nicht... Das ist kein richtiges Hacken, ne? Aber damit du dann diese Apps halt trotzdem installieren kannst. Oh, ein cooles T-Shirt, das will ich haben. Aber es funktioniert und ich habe darüber F-Zero und so einen Scheiß gespielt. Das ist sehr, sehr cool, wenn man diese alten Teile einfach mal wieder auch auf einem HD-Fernseher spielen kann. Das macht schon Spaß. Muss ich gestehen. So, wollen wir mal gucken. Man muss ja nur ein bisschen nördlich, ist ja alles cool. Jetzt weiß ich, warum die Leute so gern mit der Pumpgun hier rumrennen, weil es so einfach ist, damit wen zu killen. Ah. So, erstmal weg. Ein bisschen nördlich, ein bisschen westlich, dann ist alles gut.
Was für ein Gamepad benutzt du dann dafür? Für die RetroPie? Ist auch tausendmal cooler, so eine RetroPie zu benutzen, als so ein Mini NES oder wie der heißt. Ohne Scheiß. Also das war ja Leuteverdummung mit 30 Titeln. Ja, das bekommen wir hin, mein kleiner Freund. Das bekommen wir hin. Bist du denn geübt in dem Spiel? Hast du es drauf, ja? Bist du genauso ein krasser, mega Über-Nerd-Killer wie... Na, bin ich ja eben nicht, deswegen frage ich ja. Ich brauche ja eher Leute, die es drauf haben. Ich habe ja einfach immer nur Glück, wenn ich mal so weit komme. Und ich habe ganz, ganz viel Pech, wenn ich nicht so weit komme. Das hat nichts mit Können zu tun. Weil ich glaube eigentlich, dass ich... Ich glaube, dass man diese Art von Spiel auch gar nicht so richtig kann. Also klar, das Schießen, das kann man noch verbessern, keine Frage, weil, aber da ist ja so mein Problem, dass ich, also da fehlen mir Tutorials zum besser Schießen, sage ich mal. Kein Platz mehr im Inventar. Oh, das ist ungünstig. Ich kann schon wieder nicht im Laufen gucken. Oh. Wenn man schlechte Tage hat. Ja, sehr schön. Ach, ich habe den Text darüber nicht gelesen. Kleinen Moment. Aber gerade die Kumpels von früher spielen halt doch eher PC. Allerdings haben die halt noch keine Kinder. Hab zwei USB, SNES-Controller und... Sehr gut. Ja, du... Das mit den Kindern ist echt so ein Ding. Das merke ich in meinem gesamten Freundeskreis. Wir haben fast alle Kinder... Und die Zeit zum Daddeln und vor allem zum gemeinsamen Daddeln, die ist so unfassbar gering geworden. Also wirklich. Und, also ich würde mir wünschen, manchmal mehr Zeit zum Daddeln zu haben, aber man weiß ja auch, wofür man es macht und warum man eigentlich keine Zeit zum Daddeln hat, oder? Also man will ja mit den Lütten halt, wenn man dann mal Zeit hat, auch mit denen Zeit verbringen. Wenn ich dann abends hier so ein paar Stündchen daddel, dann ist das halt schon okay. Früher habe ich auch den ganzen Tag vor der Kiste gesessen und gedaddelt. Ja. Zu Counter-Strike 1.6 Zeiten und so ein Gedöns. Scheiße, ich muss noch weiter genorden. Alter, ich hing fest. Jeder wenig Zeit dafür und dann überschneiden sich die Zeiten, wo alle Zeit haben, recht selten. Ja, das stimmt. Bei meiner Arbeit zum Beispiel ist es so, ich habe es schon sehr, sehr oft in meinen Videos sehr gesagt, aber ich habe nur, wirklich rein nur Spätschicht und komme meistens um 22 Uhr abends nach Hause. Da kann man sich vorstellen, was das mit dem Freundeskreis macht. So, jetzt habe ich mein Auto. Aber schnell damit wegfahren ist natürlich nicht. Ach scheiße, ich habe doch gesagt, ich muss Richtung Norden. Da ist Norden. So ein spannlanger Hansel, der mich gesehen hat. Na, wo ist er? Ich glaube, hier hinter dem Baum. Ah, da ist er. Deswegen machen die Leute das immer so. Scheiße, ich hab's nicht geschafft, hinter den Baum zu kommen. Verdammte Axt. Aber ich verstehe langsam, warum die Leute das genau so machen mit ihrem, mit den Pumpguns. Ich merk's langsam. Es ist so viel einfacher. Die streuen so krass, man muss nicht genau zielen.
Bei mir waren es aber nicht nur die 1.6-Zeiten, Alter. Wir haben die 08er-Beta auf LAN gedaddelt. Mit Menschen, ja, dieses, nee, das waren noch nicht Menschen, das war nur Haus, hieß das, glaube ich, oder hieß das nur Menschen? Weiß nicht, da war nur so ein Haus in der Mitte und man hat, ist vorne an der Straße gespawnt. Und da war eine Mauer und du konntest rein und in das Haus und das war's. Mehr gab's dort gar nicht. Und irgendwann kamen dann die Bots, weil Internet hatte ja auch nicht jeder. Und dann hast du gefragt, ey, cool, ey, hier, ich habe die Bots von dem und dem auf CD, willst du die auch haben? Sag ich, ja klar will ich die Bots. Dann hast du Bots und Waypoints von einer CD gezogen und installiert, damit du dann Bots in Counter-Strike hattest. Das war total krass. Und auch die ganzen Zusätze damals. Da gab es Counter-Strike-Wiggles, da gab es für jede Waffe auf einmal in der 1.3er-Version, glaube ich, war das, oder 1.2er-Version, Zoom. Da hast du eine Deagle mit Zoom. Undenkbar heute, aber damals war das so. Hast du Counter-Strike, eine Deagle mit Zoom. Müsst ihr mal googeln, falls ihr mir nicht glaubt. Ich gehe in den Käfig und warte auf mein Schicksal. Ich habe dich nicht vergessen, ich habe dir gesagt, wenn ich daddel dann mit mehreren, wenn mein Kumpel da ist. Alter, ich rede doch hier nicht unnötig. Ich wollte jetzt nicht sofort mit Party-Dings anfangen. Alter, Agu ist da. Agu, machst du heute auch schon mit, oder was? Aber hier, Lukas the Killer 07. Wenn du das so viel daddelst, dann gib mir doch mal Tipps, was ich falsch mache. Wie ich länger überlebe. Solche Leute brauche ich, die das tagtäglich spielen und die mir sagen können, was ich verkacke und was ich nicht verkacke. Oh, hier wird's scheppern. Da rechts ist der Militärhaft. Oh, fuck! Ja, das war's schon. Ach, das war's schon! Ach, komm, weißt du was, Lukas? Dann daddeln wir jetzt gleich im Duo. Ah. Morgen Abend bist du dabei, Agu. Alles klar. Ach, ich brauche Tipps, Leute. Ich brauche Tipps, wie ich's besser mache. Hier, ich lade dich jetzt ein, Lukas. Ja, das ist richtig. Ich habe die eingeladen, Alter. Ah, ist drin. Okay. Kann ich starten, ja? Aber wäre es natürlich gut, wenn wir jetzt noch irgendwie... Können wir in-game miteinander reden oder what? Starte einfach. Sonst muss ich gleich noch Discord und alles anschmeißen. Das können wir ja gleich machen. Wäre ja unsinnig, wenn wir nicht quatschen. Ach so, doch, man kann in-game reden. Sehe ich dann den Lukas hier irgendwo? Wo ist denn der Lukas? Lukas, wo bist du? Lukas, ich sehe dich nicht. Ah, scheiße, hab den dritten Sprung nicht geschafft. Lukas, wie viele Kills hast du schon? Lukas, lass uns Menschen töten. Was war das denn für ein mega geiler... Noch hin und wieder Rocket League? Ihr wolltet dort auch... Ja, wir haben sogar ESL gespielt. Frag mal den Agumon. Agu, erzähl mal bitte was über die ESL. Alter, in der ESL. Ich muss nur das... Ganz gering anreißen. In der ESL bei Rocket League sind Leute, wir dachten ja, ach, wir sind ganz cool, wir gewinnen so 8 von 10 Matches, wir waren eigentlich echt gut so im Zusammenspiel. Dagegen ist die ESL von Rocket League, also wir waren absoluter Kindergeburtstag, ohne Scheiß. Wir haben uns als richtig geil gefühlt, ja, aber in der ESL sind Leute, die fliegen die ganze Zeit, nur die fliegen nur, was soll denn das? Die können gar nicht mehr fahren. Die fliegen und drehen sich tausendfach und bam und... Ja, alles Weitere erzählt der Agumon. Mehr weiß ich nicht. Also wir haben so aufs Maul gekriegt. Mehr kann ich nicht sagen. Das war heftig. Wo ist denn hier die Sprechtaste, damit ich mit dem Lukas reden kann?
Ach, stimmt, Alter. Argo, stimmt. Du hast Rocket League ja gar nicht mitgespielt in der ESL. Stimmt. Rainbow hätte gut geklappt in der ESL, wenn ihr so gespielt hättet wie ich. Hallo, Price Clutch. War beim Köln vom Lomar-Spiel? Hä? Lukas, benimm dich. Lukas, kriegst einen Ficker, hier. Lukas, kriegst einen Ficker. Was soll denn das? Jetzt habe ich meine Schuhe nicht ausgezogen, weil der Lukas mich gehauen hat. Lukas, benimm dich. Nein, ist doch okay, Price Clutch. Ist schön, dass du da bist. Köln versus Loma. Köln. Ist, schöner FC Köln-Fan, ne? Lukas, wo gehen wir hin? Lukas, Lukas, Alex an Lukas. So, und jetzt nochmal so ein Tänzeln. Ah, oh, scheiße, ich bin zu weit weg vom Polizeiauto. Lukas hat nicht das Polizeiauto. Lad nach! Mein Gott, Willi, was soll denn das? Schießt er hier auf mich? Es tut mir ja echt leid für ihn. Lukas, ich führe mit dem Kill. Lukas, ich führe mit 2 Kills. Läuft bei mir. Der Virus, ich führe mit 2 Kills. Aber Lukas lebt noch, ne? Lukas lebt noch. Lukas, ich bin tot mit keinem Kill. Ach, danke, danke, Argo. Ich werde jetzt mal kurz Discord anschmeißen. Lukas, ich hoffe, du hast Discord. Kann ich jetzt noch sehen, was der Lukas macht, oder war es das? Your team plays 67. So eine Kacke. Der Juni meldet sich nicht. Muss ich jetzt auch beenden gehen. Ja, kannst du machen, Argo. Ich kann es ja allen Leuten geben. Jeder kann ins CS kommen. Jeder kann hier mit uns quatschen. Das ist gar kein Problem. ich glaube, ich muss das erstmal updaten. Lukas, ich bin hin, ne? Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, du schaffst das, Junge. Ärgerlich, ne? Gleich so viele am Anfang weggenatzt. Hab keinen Discord. Ja, dann machen wir TS. Ist auch gar kein Problem. Muss mal kurz gucken, wo mein Teamspeak ist. Alter. Nicht so laut, Argo. Ah, muss man immer auf den Taskmanager, ne? Wenn man so ganz raus will bei dem Spiel. Was? Da ist mein Teamspeak. Impuls. No, das dauert jetzt ein bisschen. Was? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Hätte ich die falsche IP genommen? Warum denn Error? Verbinden. Verbinden. Connected. Ah, bin drinne. Ja, das ist ein anderer TS, Alter. Agu. 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 Warum steht denn hier auch nur TeamSpeak-User? Ist ja auch falsch. Oder nicht nur der TeamSpeak-User. Wo bin ich denn hier? User left your channel. You were moved. Agu. Hallo? Ah, warum heiße ich denn hier so scheiße? Keine Ahnung, hast du wahrscheinlich bei dir irgendwas eingestellt. Ja, hier, Lukas, hier ist die IP. Muss gleich mal. Der Impulstest ist doch down, deswegen. Ach Mensch, das habe ich doch ganz verdaddelt. Ja, das habe ich gemerkt. Ja, weil ich auch nur noch Discord benutze. Lukas, da ist die IP. Hier, du musst den Lukas dann runterziehen, ja? Ja. Ja. Jetzt muss ich dich irgendwie mal kleiner machen. Der Lukas, der lebt wahrscheinlich noch. Oder ist der Lukas hin?
Hier, der Virus ist ein ganz großer Fan von mir. Ich kenne den nicht, aber ich finde, er ist ein guter Fan von mir. Virus. Wie kennt den denn schon? Keine Ahnung, aber Virus ist ein guter. So, ist der Lukas jetzt schon im TS? Nee, ist jetzt nicht. Okay, du siehst das. Ich kann zurück ins Spiel, ja? Ja, ja. So, hast du das Problem auch manchmal bei H1Z1, dass er sagt schon, dass die Alt-Taste manchmal nicht funktioniert beim Laufen? Hatte ich bisher noch nie gehabt, habe aber lange nicht mehr gespielt. Ja. Wie lange brauchst du denn zum Runterladen? Vielleicht kannst du heute Abend noch mitspielen. Warte mal. Mal suchen. Lukas ist noch in-game, ich sehe das gerade. Okay. Wir geben Lukas noch die Möglichkeit. 4 Stunden. 4 Stunden? Ach, verdammte Scheiße. Ich habe mir jetzt auch Players Unknown Battleground gekauft. Eigentlich könnten wir das auch daddeln. Aber ja, das hört schon mal was an. Ich will jetzt erstmal, dass der Juni sich bei mir meldet und sagt, ja, ich bin sofort da, es geht los. Ja, ich guck mal gerade, es kommen gerade so viele Nachrichten immer rein. Ach, da ist er. Lukas, lebst du noch oder bist du schon tot? Ich bin tot. Mensch, was stimmt denn nicht mit dir, Junge? Okay, gut, dann machen wir. Ich lade dich wieder ein. Jo, danke. So, Lukas, du musst mich jetzt führen. Du musst mir jetzt sagen, was ich zu tun habe. Für die Zuschauer. Für dein Ego. Du musst jetzt zeigen, was abgeht. Oh je. Yeah. So. Also ich bin ja noch blutiger Anfänger, was das Spiel hier angeht. Ja, ich spiele es auch erst seit 2 Monaten oder so. Ja, hast du wie viele Spielstunden hast du schon auf dem Kerbholz? Oh, weiß ich gar nicht, auch nicht. Das sagt uns gleich dein Steam-Profil. 36 Stunden. Ey, dann sind wir ungefähr genauso lange zusammen. Du bist bei 24. Was? Warte, 24 insgesamt. Okay, dann doch nicht. Ich dachte eigentlich, ich wäre schon bei 30. Ich nappe. Aber danke, Argo, dass du das... 24. Du bist auch bei 24 bei King of the Kill? Ja. Dafür bin ich bei Battlegrounds bei 141. Echt? Das spielst du bis zur Vergasung, oder was? So sieht's aus. Immer schön gewinnen, ne? Und bist du da schon Erster geworden? Öfter. Öfter? Ist es da leichter als bei H1Z1? Weil Juni meinte... Was heißt leichter? Du kannst es nicht wirklich vergleichen. Weil die Mechanik anders ist. Vor allem du hast Visiere. Ja, ja, die Visiere, Alter. Das würde ja so viel einfacher hier alles einfach gestalten. Ja. Oh Mann. Das ist echt ein Unterschied. Ich sehe gerade, dass heute allein in diesem Livestream 2 neue Abonnenten dazugekommen sind. Ich sage schon mal vielen lieben Dank. Jawohl, Virus. Virus, endlich. Mein neuer Abonnent Virus. Hat aber lange gedauert. Argo, der war so flach und gut zugleich. Irgendwann einer muss es ja sein. Ja, ja, es ist Virus. Und Hilly. Ist aber nicht da. Brauchst du dir keine Tasche, Lukas? Nee. Warum nicht? Weil ich im Anfang meistens eine Militärrucksack finde. Ja, aber wenn du keinen Rucksack findest, ist diese selbstgebaute Tasche, die rettet dir den Arsch. So, wo wollen wir hinfliegen? Da auf den Schrottplatz. Der ist total geil. Vor allem in den Containern findet man so viel Loot. Das habe ich gestern herausgefunden. Die meisten gehen ja erstmal hier in die großen großen Hallen. Aber zwischen den... kommen auch zwei Spieler runter. Aber zwischen den ganzen Containern findest du sau viel Loot. Okay, hier ist nur ein Bogen. Kacke. Okay, erstmal nur eine Pistole. Rucksäckchen. Oh, da vorne ist ja eine Rauchgranate. Wirst du schon verfolgt von irgendwem? Nee, momentan nicht. Aber ich... Oh, scheiße, und da bin ich schon hin. Oh Gott. Was mache ich denn hier?
So, es wäre jetzt schon ganz schön geil, wenn man... Ach doch, warte mal, Spectate? Ich kann dir jetzt zugucken. Okay, dann kommt jetzt die Lukas-Show. Nee, Bambi, das war der Juni, der den Pool geputzt hat bei dem Facebook-Video. So, irgendwo hier links war ein Gegner, ne? Kann ich mich für den Lukas umschauen? Nein. Das geht nicht. Oha. Schön wär's, Argo, schön wär's. Oh, 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 oh. Ja, genau, der Pisser hat mich auch geholt. Kommt. Was ist das Höchste, was du je erreicht hast bei dem Spiel? Zweiter, okay. Also genauso scheiße wie ich bist du. Okay. Ohne das negativ zu meinen, aber einmal Erster sein wäre schon schön, ne? Mhm. Naja, machen wir es halt nochmal. Hast du schon in einer größeren Gruppe gespielt? Nee, momentan nicht, ne. Also sonst eigentlich auch nur bist du solo unterwegs, oder was? Jo. Ja. Ist wie in der Pubertät, ne? Ist man meistens solo unterwegs. Jo. So heißen übrigens auch die Tempos vom Aldi. Und das war immer so der Gag, wenn einer so intim alleine sein wollte, haben wir gesagt, er ist solo unterwegs, verstehst du? Ja, fand ich großartig. Also, gerade weil man hier so viel Zeit hat, zerfetze ich mir halt immer die ganzen Klamotten und baue mir wenigstens diese blöde Tasche, damit ich sie habe für den Fall, dass ich nichts finde. Ich nicht, ich mache mir immer ein paar Bandagen. Okay. Naja, müsste ich noch mein Höschen ausziehen, dann könnte ich auch noch ein paar Bandagen machen, aber ich finde das anzüglich und das will ich nicht. Ja, wenn du die Hose ausziehst, kannst du auch weniger tragen. Ach, ist das so? Also, ja. Aber im T-Shirt ist egal, ne? T-Shirt auch. Wie, wenn ich das T-Shirt ausziehe, kann ich weniger tragen? Ja. Ach. Dit ist ja was. Das verringert deine Kapazität ein bisschen. Das muss ich nochmal gucken. Also Käppi, die Handschuhe und das Halstuch ist egal. Ich gucke. Steht auch dabei. Ich gucke gerade, ob hier irgendjemand. Nee, hat keiner. Das wusste ich gar nicht, dass das T-Shirt Kapazität hat. Ist ja Quatsch. Das hat ja keine Tasche. Wenn ich es wegnehme, hat für die Kapazität. Oh, perfekt, mal über der Stadt. Und hier habe ich so für mich herausgefunden, dass wenn ich in der zweiten Reihe, also zwischen, ich sag mal, der oben langlaufenden Hauptstraße da, in der zweiten Reihe runterkomme, da sind immer weniger Leute am Anfang. Da kannst du erstmal in Ruhe looten. Meistens. Man kann natürlich auch mit allem Pech haben. So, hier ist nur keine Tür offen. Da ist einer auf. Argo, wie krass verzögert sind wir heute im Stream? Na los, Arschloch, mach die Tür auf. Komm rein. Ich höre doch, wie hier einer rumrennt. Ich höre doch, wie hier einer rumrennt. Oh, Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Alter, es läuft gar nicht heute. Oh. 18 Leben. Jetzt sag nicht, du bist auch hin. Ja. Oh, gut, sind wir beide gleichzeitig krepiert. Läuft bei uns. Lukas, erzähl mal was von dir. Ich habe dich vorher noch nie gesehen bei mir in den Streams und so weiter und so fort. Ist das nur, weil das Spiel heute lief? Jo. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du weg? Okay, ich bin der Lukas. Ich bin 15, komme jetzt Österreich. Du bist 15, du darfst das doch noch gar nicht spielen, Junge. Obwohl, bei euch in Österreich ist das nicht so, dass es da nicht so diese, na sag schon hier, Jugendschutzgesetz, das ist, oder war das Schweiz?
Nee, Jugendschutzgesetz ist nicht. Das habt ihr, ne? Ja. Okay. So, ich gucke jetzt gerade. Hier steht, dieses Hemd hat eine Tasche, in die ein paar Gegenstände passen. Klicke mit rechter. Aha, okay. Warte mal, jetzt steht da oben, ich habe 200 Platz zum Mitführen. Wenn ich das jetzt zerreiße, müsste da ja was weggehen. Habe ich nur noch 150. Okay, ich zerreiße meine Mütze. Ich zerreiße das. Okay, pass auf. Habe ich 150. Jetzt mache ich mir meine Tasche. Habe ich 450. Also ist es doch sinnvoller. Ja, aber das finde ich gleich am Anfang. Ja, aber ich habe schon mal gehabt, dass ich keine Tasche gefunden habe am Anfang. Und deswegen hilft das einfach mal. Wenn du irgendwo in der Pampa abschmierst, wo nur Waffen und so rumliegen, dann kannst du dir eine Waffe mitnehmen mit einmal Munition. Wenn du die Tasche hast, kannst du auch zweimal Munition mitnehmen und auch noch einen Motorradhelm und so weiter. Von daher, also das ist einfach der einzige Grund, warum ich mir diese Tasche mache. Außerdem habe ich hier halt immer so viel Zeit. Und ich kann die Tasche ja auch im Nachhinein immer noch zerreißen und mir Bandagen draus machen. So. Auch vollkommen Latex. Also, bis 15, das heißt, du gehst noch zur Schule. Jo, 9. Schuljahr. 9. Schuljahr, jawohl. Ja, sonst so Hobbys? Gibt's irgendwas außer Daddeln am Rechner? Fußball. Fußball. Was spielst du? Stürmer? Oder bist du Torwart, Mittelfeld? Perfekt. Das ist der Lukas. Wenn Sie Lukas heute noch kennenlernen wollen, dann rufen Sie unter der Chiffre 0185-32-32-7 an. Lukas liebt Spaziergänge im Mondenschein am Meer und Einhörner-Klopapier. Immer. Ja, ich habe gerade überlegt, was gerade der blödeste Trend mit Einhörnern ist. Das ist Klopapier. Selbst meine Frau hat heute 6 Rollen Einhorn-Klopapier gekauft. Wenn mein Arsch heute Nacht nicht süß riecht, dann weiß ich auch nicht. So. Oh, der Supermarkt direkt vor uns. Wollen wir hin? Ja. Wir werden draufgehen, Lukas. Da vorne gibt es ein Polizeiauto. Eigentlich. Nee, gibt's nicht. Aber keiner. Okay, jetzt kommen bei der Siedlung sind 4 Leute. Einer beim Supermarkt. Ich muss nur schneller sein als der Spacken. Ja. Komm rein. Okay, ich hab schon meine Pumpgun. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, ich auch. Genau. Okay, auf mich wird geschossen. Von wo? Oben aus dem Fenster, ich sehe es gerade, ja. Ah ja. Hab nicht. Ja, ich muss noch. Ja, bleib mal unten. Ich lad grad nach. Ja, ich heile. Ich hab ihm den Kopf gegeben. Ich hole ihn mir. Muss ich hoch rein. Ja, da bin ich. Nicht. Hab ihn. Hinter mir. Oh, hinter mir ist noch einer. Oh. Ich hab ihn erwischt, aber hinter mir war noch einer. Fuck. Ich sterbe jetzt 100 Pro mit. Ja, hinten links war einer drin. Price, ich lasse einfach meine Frau an meinem Arsch riechen. Dann sagt die mir, ob es süßlich ist oder nicht. Links. Oh, bam, mit Ansage. Erkennt. Ah, Platz 75, das geht noch besser, ne? Aber mein Gott, krepieren wir hier schnell. Ah. Okay, wollen wir es jetzt mal ruhig angehen lassen? Jo. So mal locker. Ich glaube, wir sind zu krass auf Krawall gerade aus. So, ich behalte diesmal meine Klamotten an, weil du sagst ja, ist nicht nötig. Ja, ich zerreiß meine. Aber eigentlich finde ich es immer viel schöner ohne T-Shirt. Ah, hier ist auch jemand, der
mal sich eine Dings gebaut hat, eine Oh, scheiße, ein Beutel. Das sieht man wirklich nicht oft. Ich denke immer, ich bin der einzige Spacken, der das macht. Dieser Wartebereich ist so bekackt, ne? Jo. Den kann man auch echt nicht mehr sehen. Da müsste es einfach mal neue Sachen geben. So, dass man sich zum Spaß... Alle kriegen einfach eine Pistole in die Hand gedrückt und dürfen schon mal ballern. Ja, wie bei Battleground. Ach, Battleground immer noch nicht angetestet. Dazu kann ich noch nichts sagen. Aber demnächst bei mir auf dem Kanal, Battleground. Wenn ich H1Z1 King of the Kill geworden bin. Vorher nicht. So, warte mal, lass es uns mal echt ruhig angehen. Guck mal, da direkt unter uns sind zwei Scheunen. Da sind wir weit weg von allem anderen. Okay, Schuhe, Rucksack, Pistolen. Okay, zwei Pistolen. Erstmal ganz easy. Okay. Hast du schon mal mit einer Nahkampfwaffe, also mit so einer Axt oder mit so einem bescheuerten Kampfmesser jemanden gekillt? Nee. Nee, das ist auch so total hirnfrei. Wo geht's hin? Ja, das ist die Frage. Ich habe jetzt gedacht, wir warten erstmal ein bisschen ab kurz, bis die Zone freigegeben wird. In der Zeit können wir uns hier hinsetzen und quatschen. Weil jede Richtung könnte falsch sein, ne? Mhm. Mal gucken. Also ich tippe ja darauf, dass wir ein bisschen nach Süden müssen. Also die Richtung, die du gerade läufst, gar nicht so verkehrt ist, aber das sehen wir gleich. Ich glaube, wir müssen nach Westen. Okay. Und meine sehr verehrten Damen, ob wir nach Süden oder nach Westen müssen, sehen Sie nach einem kleinen Werbeeinspieler von Agumon. Ach, Agu hat sich gemutet. Voll Arsch. So, 4, 3, 2, 1, sag an. Alter, wir müssen nach Norden. Dann sind wir genau mittig. Dann lass mal los. Aber hier in den Teams sterben die Leute langsamer, kann das sein? Also am Anfang, guck mal, wie viele jetzt noch da sind, obwohl die erste Welle schon eintritt. Ja, kommt drauf an, ob du in der Stadt landest oder nicht. Ja, das ist echt ein Riesenproblem. Jetzt habe ich das schon wieder. Beim schnellen Laufen kann ich mich nicht umgucken. Ich muss runter von der Lauftaste, dann geht's. Nee, ich kann. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Oh! 1, 2, 3, muss ich da mehrfach drauf drücken? Nein. Gedrückt halten? Ja, nee, wenn ich die Laufentaste gedrückt halte und dann drücke ich Alt. Ja, es geht's nicht. Es geht einfach nicht. Ich muss die Laufentaste loslassen, dann geht's sofort. Nee, bei mir geht's. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist ein Fehler, den ich jetzt seit dem letzten Update ab und zu mal habe. Aber Price Clutch, und wenn du wissen willst, ob mein Arsch dann echt gut riecht, kann ich dir sehr, sehr gerne einfach eine Probe von meinem Duft schicken. Einfach in die Kommentare unten deine Adresse, deine Anschrift und deine Bankverbindung, dann läuft das. Okay, du die Roten, ich die Blauen. Wir teilen uns auf. Nix. Ein Revolver. Ich bin gerade nur auf Handfeuerwaffen, das ist echt nicht gut. Ich dachte, du machst die Roten, nicht die Blauen. Mein Gott. Ist dir egal. Ah, nur Pistolen, Muni. Echt zum Kotzen. Ey, was hast du für einen Rucksack? Ein Militärrucksack. Warum? Ja, ich hätte auch noch eine. Nee, ist Militär. So, wo sind wir? Wir müssen jetzt ein bisschen westlich, damit wir zu dem Fabrikgebäude kommen. Ja.
Da sind immer Gegner. Ja, aber noch haben wir ja echt Ruhe. Guck mal, Mensch, wie weit wir aufgestiegen sind. Von ehemals immer Platz 100, jetzt schon bei 72. Yeah! Team 41, wir sind es. Wir sind die härtesten Killer auf dem Server. Mhm. Mal gucken, wenn da das Flugzeug kommt, müsste auch gleich hier vielleicht die Kiste runterkommen. Oder sind Scheinbomben. Ja, das kann auch passieren. Aber wir sind schon relativ nah an dem Mittelpunkt. Deswegen gucke ich gerade. Da kommt die Kiste. Kommt bevor die Kiste landet, kommen Bomben oder erst danach? Ich glaube danach. Okay, dann machen wir einfach Vollgas. Mit dem Sniper habe ich bis jetzt erst einen gekillt. Ich drei oder so. Kommt ein Auto. Wo? Hinter uns. Hab einen. Ah, ich hab den. 78 Leben. Scheiße. Ich muss nachladen. Einen hab ich. Oh, fuck. Hab ihn. Hab beide. Nice. Doch, doch. Manchmal muss er auch ein bisschen ruhig kurz bleiben, oder nicht? Oder ist das bei dem Spiel egal? Eigentlich egal, aber wenn einer eine AR hat und du stehst, ist er ein bisschen arsch. Ja. Schaut die Munition. Autoschlüssel nehmen wir auch mit. Du bist leider jetzt hin, ne? Was ist denn hier so schwer? Du bist doch tot, oder nicht? Ja, ich bin tot. Das ist ungünstig. Ja, ich weiß. Aber ein Kill. Das gefällt mir nicht. Ah, hier, der hat Klebeband, das ist gut. Kiste müsste da sein. Yep, Sir. Aber ich muss erstmal kurz chillen. Alter, warum habe ich die Muni nicht aufgesammelt? Was ist hier los? Ich hatte keinen Platz zu dem Zeitpunkt. Aber der Revolver war gar nicht so schlecht. Ich habe zweimal Header verteilt. Gucken wir mal. Da kommt nochmal das Bombenflugzeug. Ja. Wo bleiben die Bomben? Kommen keine. Da sind sie. Muss ich schnell machen. Oh scheiße, hier schießt einer. Ja. Zwei. Ja, ich hör's. Wo sind sie? Unten, rechts unten. Ja, ich seh's. Nee, aber dahinter ist noch einer, genau. Deswegen habe ich gedacht, ach komm, muss nicht sein. Läuft doch gerade so rund bei mir. Oh scheiße. Stein. Ja, ich hab's gesehen, aber es ist in der Ego-Perspektive war genau dieses Teil davor, hier dieser Kimme Korn-Ding. Achso. Ja, komm. Ah, schade. Keine Chance, war dumm. War dumm, ich hätte mich gar nicht mit den anlegen sollen, sondern eher drauf warten, wer noch so kommt. Ah, fuck.
Ach, machen wir noch eine Runde, wa? Oh, der Juni schreibt mir gerade, er ist jetzt erst aus der Arbeit raus. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mein Gott. So. Ah, Mann. Wann war dein letzter großer zweiter Platz her? Also, wann... Okay. Das ist echt zum Kotzen, wenn es gar nicht funktionieren will. Aber Friendly Fire ist dann auch nicht an, ne? Oder kann ich dich erwischen? Doch, kannst du. Das ist ja traurig. Jo. Alter. Aber warum hast du den so gut am Stein gesehen? Ich glaube sowieso, ich müsste mal die Grafikoption wieder hochdrehen, weil irgendwie an den FPS ändert sich sowieso nicht so viel. Ich hab alle Stande. Hoch. Oh. Hoch. Machen wir mal Medium. An, aus, an, macht keinen Unterschied, wie ich sehe. Wenn ich Lichtqualität hochmache, ist es voll dunkel. Ist ja Quatsch. Oh. Scheiße. Es ist notwendig, das Spiel neu zu starten, damit diese Einstellungen aktiv werden. Okay, nein, es ist nicht okay. So. Beim Fußballtor. Beim was? Beim Fußballtor. So, bei der Häuserreihe. Ich flieg dir einfach hinterher, Alter. Ja. Naja, fast hinterher. Oh nein. Das Ding hier ist leer. Oh, da komme ich hier runter. Ich komme zu dir. Du musst mir den Arsch retten. Ich habe noch keine Waffen. Ja, ich habe eine AR. Drei AR. Ah, ich habe einen Revolver und einen Militärrucksack. So. Hier liegt eine AR. Hier. Perfekt. Eine Weste. Also auf der gegenüberliegenden Seite sind voll viele runtergekommen. Jo. Hier ist noch AR-Munition. Ich lasse dir einfach ein Pack über, dann teilen wir erstmal alles brüderlich. Ach, hier gibt's auch noch welche. Ich hab 11 genug. Okay. Pack. Ich habe die ganze AR genommen. Das wollte ich natürlich nicht. Ah, und AK nehme ich für den Notfall auch noch mit. Du spielst gar nicht mit der AK? Doch, ich liebe die. Achso, willst du die haben? Nee, nee, passt schon. Ja, ein Helm wäre jetzt noch cool. Dann geht's mir gut. Tja. Jawohl, hier liegt noch eine Pumpe. Helm. Roter Rucksack. Zweiten Helm hast du nicht zufällig gesehen, ha? Nee. Price Clutch, schlaf gut. Noch ein Rucksack. Hier bei mir ist ein zweiter Helm. Okay, ich komme. Und ich habe eine Schutzweste. Ja, die habe ich auch schon.
Und eine RK. So, in welche Richtung müssen wir? Ach, wir sind doch schon relativ gut mittig drin. Ja. Dann setze ich mich jetzt auf dieses tolle Bett hier und warte. Hallo? Ja, ich mache uns die Türen zu. Weil irgendwie wäre es mal geil, wenn es ein Tutorial gäbe fürs Schießen. Wie man richtig schießt. Weil es gibt Leute, die ballern und die treffen einfach mit jedem Schuss. Es gibt Leute wie ich, die schießen links, rechts, links, rechts, links, rechts, treffen nichts. Hier ist auch nichts. Tür ist aufgegangen, hast du gehört? Ja, ich weiß. Ach, du warst das auch. Ja. Ich kenne das nicht, ich spiele das doch immer nur solo. Ey, hast du eine Schlotze? Eine was? Eine Schlotze. Ja. Ja, okay. Es ist so ruhig hier, das macht mir Angst. Da stimmt doch was nicht. Ich habe noch keine Schuhe. Irgendwo waren noch hässliche Boots hier, oder? Unten, ja. Dann nehme ich die erstmal, bevor ich gar nichts habe. Hier. Was denn? Da hast du schon. Oder? Die Boots habe ich schon, ja. Okay. Auto. Ich höre gar keins. Richtung Nordwest und Nordwest. Und ja, so. Das hat irgendjemand da drüben Richtung Westen auch gehört, das Auto. Ich habe das nicht wahrgenommen. Ich finde, dass man Steps manchmal gar nicht gut wahrnimmt. So Schüsse und so relativ laut, aber Steps sind sehr, sehr leise und die hörst du nur, wenn jemand sehr nah dran ist. Ja, die Mika hört man. Die sind die lautesten Schuhe. Okay. So, noch haben wir Chilltime. Ich hab auch noch eine Nate, ne? Die hab ich nicht. Aber eigentlich geht's mir hier so ganz gut. Es wäre jetzt noch schön, irgendwo einen Snickers zu haben, aber okay. Hast du Geld ausgegeben für Klamotten oder woher hast du deine Klamotten? Nee. Hast du freigespielt mit Kisten, so ganz normal? Okay. Ja. Weil ich habe echt kaum irgendwas über die Kisten gekriegt. Bescheuertes Halstuch. Kannst auch die Farbe von T-Shirts ändern. Snickers Eis? Ja, klar kenne ich Snickers Eis, Alter. Bambi, das ist mega gut. Habe ich vor kurzem dran gedacht, da hatte ich eine Packung White Snickers im Kühlschrank. Und Snickers im Kühlschrank ist ja super pervers, ne? Da musst du ordentlich reinbeißen, damit das dann klar geht. Aber Snickers Eis ist super lecker.
Willow und Victor wurden gekillt. Ja, die waren wohl zusammen, die Freunde. Hier ist echt gerade Totentanz. Aber ich wette, die Schüsse drüben aus dem Westen, die machen genau das Gleiche. Die warten erstmal. Also das sind doch die Taktiken, die klar gehen, oder? Also entweder geht man voll auf Konfrontation und schießt alles weg, was einem so vor die Flinte kommt. Oder man chillt und kämpft sich langsam peu à peu in die Mitte. Jo. Mit welcher Taktik kommst du besser voran? Mach mal so. Also ich habe eigentlich nur Erfolg mit diesem Chilligen gemacht. Weil bei zu vielen Schusswechseln ist vorbei. Wenn ich jetzt zum Beispiel AK oder so finde und eine landet bei mir und ich weiß, dass er irgendwo bei mir ist, dann spiele ich schon aggressiver, so wie jetzt spiele ich passiv. Okay. Also manchmal so. Aber da, wo ich das allererste Mal Zweiter wurde, da bin ich gelandet, war in einem kleinen Haus an einem Zaun und ich habe mich 30 Minuten lang nicht bewegt. Wirklich nicht. Versuch mal so ein Video zu füllen, das geht gar nicht. Man muss die ganze Zeit nur noch Scheiße labern. Und jedes Auto, was vorbeikommt, der stockt dir der Atem. So wurde ich aber das erste Mal Zweiter. Ja, diese Boots hier sind auch echt mega kacke. Sein Aussehen kann man aber nicht im Nachhinein noch verändern, ne? Also von seinem Charakter. Der ist einfach so fest, ne? Ja, nee, kannst du doch verändern. Ja? Ja. Wie denn? Wenn du connectest, dann kannst du den Charakter löschen und dann kannst du einen neuen erstellen. Ja, aber ich will doch nicht meinen Charakter löschen. Ich mag doch meinen Charakter. Aber das ist eigentlich total unsinnig, ne? Das ist totaler Quatsch. Ja. Obwohl, ist dann dieser Status weg, den man unten hat? Also dieses außer Vorseason? Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gemacht. Joa. Genau das meine ich, ne? Man sitzt hier und chillt und chillt. Lieber Bambi, beim Aldi gibt es jetzt auch ein Ben & Jerry's Eis, das heißt einfach nur Double Cookie Duff irgendwas, keine Ahnung, kostet weniger als die Hälfte und schmeckt fast genauso gut. Habe ich gestern Abend gegessen, hammergeil, kann ich nur empfehlen. Also ich will keine Werbung für den Supermarkt Aldi machen, ich will einfach nur sagen, mir sind diese 5 Euro irgendwas für Ben & Jerry's manchmal einfach zu teuer, bin ich ganz ehrlich, das ist mir Eis an und für sich nicht wert. Eis ist nur Milch, Sahne und irgendein Scheiß drinne. Und dafür 5 Euro für so einen Ben & Jerry's Becher, unverschämt. Tja, wo bleibt denn das Gas? Mein Gott. Wir haben auch noch anderes zu tun hier. Hm. Dauert noch etwas. Ja. Aber wird besser. Wird besser, es wird grüner. Ich freue mich immer so, wenn ich oben lese, der und der ist erstickt. Da denke ich so, jawohl, genau so ein Idiot, der zu lange gebraucht hat. Das ist mir am Anfang mehrfach passiert, weil ich in meinen Videos die Kamera auf der rechten Seite hatte und die Kamera war direkt mit drinne. Also wenn ich gespielt habe, habe ich mich selber gesehen. Das war über Shadowplay. Und das war super ungünstig, weil ich mich immer gefragt habe, warum gibt es denn keinen Kompass bei dem Spiel? Habe ich mich voll aufgeregt. Spiele. Wo? Nord-Nord-Ost. Okay, ja. Er ist gerade über dem Zaun in dem Backsteinhaus gegenüber. Okay, soll ich mal aufs Dach gehen? Nee, bleib. Ich glaube, das wäre ein cooler Move. Damit rechnet der nicht. Ah, hier kommt man gar nicht raus. Doch, ich bin draußen. Ja, Sicherheitszone. Okay, wir sind wieder drin. Ja, wir sind immer noch drin. Aber man kommt hier nicht höher, ne? Ist bekackt. Komm lieber nicht raus, man kommt nicht höher. Dann komme ich lieber wieder rein.
Machst du noch Steps gerade? Ja, du läufst, okay. Ja. So, bin drinne. Und spielst du mehr aus der Ego oder aus der Third-Person-Ansicht? Kommt drauf an. Schießen tue ich in First-Person und ja, wenn ich so um Mauern stehe und schaue halt, wo die Gegner sind. Watson, Mensch, du solltest den Anfang des Streams mal sehen. Die Leute haben schon nach dir gefragt gehabt. Ob der Watson heute auch kommt, haben sie gefragt. So beliebt bist du, Alter, so beliebt bist du. Ja, wir müssen dann wahrscheinlich bald Richtung Westen, oder? So viel Glück werden wir nicht haben, dass wir hier eingeschlossen werden mit. Ja, ja. Da ist das Flugzeug. Ich höre Steps und das sind nicht deine, glaube ich. Ich höre keine. Das Flugzeug ist so verdammt laut. Immer noch alles gut. Wir sind in... Alter! Die Sicherheitszone, also da, wo jetzt das Teil runterkommt, ist ungefähr so Pi mal Daumen Kilometer Nordwest. Nordwest. Das ist auch ungefähr das, was ich tippe. Für den letzten Punkt. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Nee, ich glaube, es ist das Einkaufszentrum links neben uns. Meinst du? Ja, ich glaube. Na, wir werden sehen. Oder hier. Ja, Watson, das wissen wir doch. Aber du warst auch schon mal am Anfang dabei, so ist es nicht. Aber bis die Daten bis nach Amerika kommen, wir wissen ja, das dauert. Weil, guck mal, da hinten kommt die Kiste runter. Und die Kiste ist ja immer in unmittelbarer Nähe zum mittleren Punkt. Da Richtung Nordwest. Da kommt die Kiste gerade über den Bäumen runter. Ja. Jetzt ist sie gelandet. Da wird es auch gleich scheppern. Aber es gibt keine Möglichkeit, wirklich im Vorfeld zu sagen, wo der letzte Punkt sein wird. Ne? Das ist immer total random. Ja. Ah, guck mal, jetzt müssen wir weiter nach Westen. Sag ich ja, da beim Einkaufszentrum. Wollen wir easy hin? Ja, wir haben noch zwei Minuten Zeit. Ja, ja. Aber was meinst du, ist besser? Eher da zu sein, oder? Eher. Eher. Also. Es sind noch 14 Teams. Wir haben schon weit geschafft heute. Ah, Rotkäppchen ist wieder da. Rotkäppchen, der Watson ist auch am Start. Du hast doch vorhin auch nach ihm gefragt. Hier ist ein Quad. Ja, nicht fahren. Was? Nicht fahren. Nee. Damit machen wir nur auf uns aufmerksam. Irgendwas hier gelassen, was keiner wollte. Oh ja. Noch einen zweiten Helm. Nehme ich mit. Hier ist noch ein Militärrucksack. Kann ich noch eine Weste bauen? Jetzt ist es langsam knapp, wir müssen uns beeilen. Ja, ich komme. Oh Gott, das ist ein offenes Feld. Ja, und ein paar Sniper sind schon unterwegs, wie man gesehen hat. Jetzt rennst du aber Richtung Nordwesten. Wir müssen doch eher erstmal. Ja, doch, Nordwesten ist schon richtig, aber. Ich wäre erstmal knallert. Bei den Bäumen bleiben. Vielleicht ist es ein offenes Feld. Ach, da kenne ich ja nichts. Ich laufe ein bisschen versetzt von dir, dann läuft das schon.
Also bis jetzt, Watson, lief es schlecht. Oh, rechts wird geschossen. Ich hab nichts gehört. Und da ist auch ein Polizeiauto am Hang von der Tanke. Richtung Nordwesten. Hier auf das. Okay, die Spitze schaut aber noch nach Osten. Ich glaube, das war so. Ich glaube, die bauen alle nach unten mit der Schnauze. Ah, da ist ja auch noch ein Polizeiauto. Nee, ich meinte weiter oben am Hang ist auch noch ein Polizeiauto. Okay. Oh, da fährt auch eins, da fahren beide. Die fahren gerade weg. Ja, rein da. Ja, hier sind drei Leute dran. Tür zu. Hier gibt's Muni. Ja, ich hab auch Muni. So, ich kann jetzt auf jeden Fall noch eine Weste nachbauen. Noch sind wir hier safe, alles gut. Shotgun-Muni. Shotgun-Muni? Alter, die bräuchte ich. 104 Schuss. Ah. Hier drin, bei mir. Hier gibt's auch noch Granaten, auf, die wollte ich... Auf. Ja, ich hör's. Okay. 124 hatte ich hier gerade. Ja, sag ich ja. 124 Schuss, Shotgun Money. Und Sneaker. Perfekt. Das kommt gleich. Jo. Nice. Alter, echt gut. Chillen wir hier oder was? Ich hätte gesagt schon, ja. Ja. So, dann gehe ich vorne in die Ecke. Ja, pass auf, hier sind die Gläser. Also, Glasfenster. Ich hab noch eine Smoke. Die habe ich so selten benutzt. Okay, noch 16 verbleibende 9 Teams. Es bleibt spannend. Wer ist der Mitspieler, fragt Watson. Das ist der Lukas. Der Lukas hat hier im Stream gefragt, ob er mitspielen kann. Oh, der Lukas ist weg. Oh nein, und der Lukas rennt auch die ganze Zeit auf der Stelle. Oh nein, ein Disco. Uhuhu. Ja, irgendwas war da. Vorne fährt einer rum. Ja, noch ist alles gut. Wir gewinnen mit Chillen. So muss das. Alter, ich habe 34 WhatsApp-Nachrichten. Was ist denn hier los? Lukas, rette den Alex. Nein!
Alles noch super. Oh, diese Mucke. Mock 3, 43 Jahre alt. Warum schreiben Leute das rein? Ist das was Besonderes, weil man 43 ist, dass man hier irgendwie daddelt? Als den Verbleibenden. Oh, und der Ping spackt wieder um. Ah, hallo. Da ist er wieder. Okay. Alles safe hier, alles safe. Hat dich Argo runtergezogen oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß alles auch. Kein Problem, ich bin da. Ja, das ist gut. Mit. Okay, bist du noch im Livestream? Kriegst du alles mit, Alter? Ja. Wir chillen. Kriegst du das mit? Auf einem anderen Bildschirm offen, dann macht man das. Du bist der feine Junge. Hast du hier gerade dich selbst? Ja, Alter. Wir müssen also noch helfen. Also nachfressen. Ja. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir sollten das nicht sofort machen, oder? Meinst du sofort? Nee, aber wenn wir uns positionieren wollen. Ich bin bei dir. Alles gut. Police Auto. Bei Police Autos. Da oben steht das auf dem Berg. Und das meinte ich da. Warte mal. Ich guck mal kurz mit. Ist da einer drinne? Nee, da ist keiner drinne. Meinst schon so langsam durch die Gebäude Richtung Westen, ja? Das Problem habe ich gar nicht. Aber ich habe mal gehört, das liegt daran, wenn man zum Beispiel die ganzen Standardeinstellungen hat. Bei einigen funktioniert, also das, wenn du alles auf niedrig hast, hast du FPS-Drops. Oder wenn du alles auf hoch hast, hast du das. Oder halt alles auf Standard. Bomber. Ja, ich gehe schon rein. Hier ist ein Militärrucksack, falls du noch brauchst. Ne, ich hab einen, danke. Wer schießt da? Schießt du? Nee. Das ist eine AK. Klau den Gabelstapler. Warum fahre ich die dann voll auf mit dem Gabelstapler? Voll in die Fresse. Lass mir die Tanke da in das Restaurant rein. Bin ich drinne? Ja. Nicht vor rein. Ist das hier safe? Hier sind wir doch noch nicht safe. Ja, jetzt ist er dann noch nach rechts, aber erstmal Lage checken. Ja, die ballern da gut. 37 Sekunden, wir müssen uns bewegen. Ich hab 485 Schuss für die AR. 185, aber ich glaube fast genauso viele wie du für die. Oh, oben! Jeep auf dem Berg. Unten auch Jeep im Wald. Ich glaube, ich habe eben Typen irgendwo am Wald am Baum gesehen. Ich weiß es nicht. Scheiße. Alter, wir sind immer noch nicht in einem Kreis. Ja, ich weiß. Nee, Panzer gibt es nicht. Jetzt sind wir drin. Ich glaube, die haben sich die Sniper geholt. Nicht so offen in dem Wald. Ich weiß nicht. Es sind doch sicher so viele im Wald. Nee. Ich traue dem Wald nicht. Ja,
Ich höre doch schon scheiß Karre. Ich krieg Schüsse ab. Hinterm Stein. Ah ja, ich seh ihn. Ich hau nicht Smoke. Links kommt auch einer. Da ja, kommt die Karre. Die kommen mit dem Auto. Nur ein Schuss hat gesessen, ey, das kann doch nicht sein. Einer bei dir. Ja, die umfahren uns, wie blöde. Ja. Also sind drei. Sag mir die Teamer. Ich weiß gerade nicht, wo die ausgestiegen sind. Ja, auch nicht. Wir müssen nochmal das. Wir explodieren hier so. Ach Gott, Schuss auf mich. Hat mich getroffen. Oh, ich konnte nicht switchen so schnell. Ich habe nicht gewusst, dass er so nah dran ist. Ich dachte, das bist du. Naja, Platz 6. Wird besser. Ja. War trotzdem bekackt. Oh, ich breche ab. Eine machen wir noch. Ah, eine machen wir noch. Dann haben wir wahrscheinlich Mitternacht erreicht. Verdammte Axt. Ja, ich habe ja gesagt, so bis Mitternacht ungefähr mache ich den Stream. So. Du. Ja, ich bin hier drin. Ja, sehe ich gerade. Starte. Ich muss mal kurz die ganzen Nachrichten ablesen hier. Oh Gott. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum hier die ganzen Ping hoch, runter. Alter, hier werden Fotos, Videos, alles hin und her geschickt. Es kann nicht wahr sein. So. Okay. So, hoffentlich schlafen jetzt langsam alle. Dumm, dumm. Ich war fast genau drauf. Ah, Leute, ihr seid solche Spinner. Das ist, ihr müsst ja auch, es ist nicht nur der Alex, der, so den Platz macht. Das ist Lukas und Alex als Team. So. Ja, ich sollte wahrscheinlich wirklich mein Handy ausmachen. Es nervt so dermaßen. Hoffentlich sind wir gleich über der Stadt. Ah, ich finde das gar nicht so schlimm, nicht über einer Stadt zu sein. Ich finde es voll. Weil in der Stadt, immer wo du da drüber bist, hast du eine sehr Wahrscheinlichkeit, dass die Safe Zone dort ist. Ja, aber wenn du außerhalb bist, kommst du nicht gleich in dieses erste Boom mit rein, weißt du, wo alle dich wegknallen. Und da kannst du nach 5 Sekunden kann auch schon alles wieder vorbei sein. Das ist, witzig, da oben stand gerade noch 5 Sekunden. In 5 Sekunden kann halt alles vorbei sein. Du bist auf dem Boden und bam, hast du einen im Kopf sitzen. Zum Kotzen. Und manchmal hast du halt richtig Glück und dann teilst du halt auch ordentlich aus. Aber ich glaube, mehr als 4 habe ich nie in einer Runde gekillt. Das Militärgelände, das ist echt gefährlich, ey. Ja, ich weiß. Willst du da hin? Ja. Ei. Wir haben nichts zu verlieren. Doch, unser gutes Aussehen.
bin ich denn gelandet? Oh, hinter dem. Bitte. Es geht schon los. Die wollen alle nur kaputt machen und bum bum. Also viele sind noch gar nicht runtergekommen hier. Also mal ehrlich, vom Loot her, gar nicht schlecht hier. Aber ich habe jetzt noch keine Typen irgendwie großartig Alter, ich habe keinen Rucksack oder was? Ah, da. Hier für mich sind zwei Militärrucksäcke. Ja, ich habe auch einen. Ich habe einen Militärrucksack jetzt. Kann es sein, dass hier kaum welche runtergekommen sind? Oh, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Kann man auf den Wasserturm hoch? Das wäre cool. Okay, ich sehe schon welche. Oh ja, eine Schutzweste. Die kommen jetzt direkt zu uns aus west-nordwestlicher Richtung. Der ist gleich hier. Hab einen. Down. Oh, ich bin am Arsch. Ja, ich kann dir Medikit geben. Ja, ich gebe mir gerade selber eins. Okay. Okay, aber da müssen wir aufpassen. Den habe ich da vorne an der Mauer gelegt. Lagen da noch Medikits oder war es das? Was? Alter, aber wie... Oh, da kommen noch welche. Wie oft ich den treffen musste gerade. Auto. Alter, er erwischt mich, der Hundesohn. Bei dem Container rechts im Eck. Ja, hab ich gesehen. AK. Da sind zwei, fuck. Ja, einer links, beim Feld. Ja, ich seh's, ganz ruhig. Und noch einer vorne. Nicht schießen. Fuck! Der war links am Wagen. Ah, Platz 50, ihr Nappels, die da draußen abstimmen darüber, wie weit wir kommen. Ja, ist ja noch nie Mitternacht, ne? Mitternacht machen wir noch voll. Aber ich musste den mit der AR viermal treffen. Also viermal ist das hat rot geworden, ne? Bis der tot war. Das ist doch bekackt. Na gut, ich weiß aber auch nicht, was er an Schutzweste und so weiter hatte. Der kommt auch drauf an, wo du kriegst. Macht's doch nicht so spannend, sagen die Leute. Ja, was sollen wir denn machen? Wir wollen ja auch irgendwie mal gewinnen. Also, ich habe da keine große Hoffnung für uns beide. Ich auch nicht. Aber ich kenne auch leider echt keine Überflieger in dem Spiel. Also, irgendwelche Leute, die sagen, ja klar, King of the Kill war ich jede Woche dreimal. Nee, ich habe keine Kollegen, die King of the spielen. Nee, ich ja auch nicht. Also ich habe das ja auch nur rausgekramt, weil alle auf einmal mit Battleground anfingen und ich gesagt habe, nö, ich habe ja dieses H1Z1, das spiele ich jetzt mal. Das habe ich die ganze Zeit nicht gespielt, jetzt mache ich das mal. Axel 69, was? Ah, fuck. Yeah.
Oh, der ist aber relativ früh mit dem Quad hier oben. Das ist aber... Daxedas. Moin. Daxedas, glaube ich, spielt auch H1Z1. Wenn ich das richtig gesehen habe. Das muss eine gute Runde werden. Warum? Hast du das so im Gefühl? Ja. Okay. Und wenn du das sagst. Ich dachte, es geht schon wieder. So. Also, im Chat wird jetzt darauf getippt, wir schaffen jetzt mindestens Platz 36, wir beide. Also, das ist ja lächerlich. Wir waren ja schon weiter. Wir waren ja schon Platz, was waren wir denn, 14? Ja, klar. So, in der Stadt. Axel, das musst du mal deinen Rechner neu machen. Ich bin ein bisschen am Rand gelandet. Ah, fuck. Und dann auch auf dem Dach. Aber man verliert nicht unbedingt gleich Health, wenn man runterfällt. Nee, aber wenn du 2-3 Sekunden oben wartest, dann schon. Ja, ja. Sehr ärgerlich. Ah, eher. Ich habe auch eine AR und einen Helm. Sogar einen zweiten Helm. Sneaker und eine Weste. Alter, perfekt. Na, K auch, wenn es sein muss. Aber ja, mir fehlt aber leider ein Rucksack. Oh, da wird geballert. Jo, ich habe auch einen gesehen. Wo denn? Beim gelben Haus voraus. In dem Supermarkt. Achso, okay. Hier ist noch ein Helm, aber echt kein Rucksack. Total bekackt. Shotgun. Ja, hier ist ein Rucksack. Es sind immer die Shotties am Anfang, ne? Die Leute rennen wie Blöde mit den Schrotflinten durch die Gegend. Was suchte ich denn jetzt noch? Ach ja, für meine AK-Munition, die war ja da drüben. Hier nicht. Großer Rucksack. Ja, ich hab schon einen. Ich brauche nur noch die Munition, die ich hier vergessen habe. So. Und eine Nade. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen nördlich. Wollen wir hinter den Gebäuden lang? Jo. Kommen wir hier irgendwo rüber? Nein. Am besten hinter den Hügeln. Ach Quatsch, ich habe einen grauen Helm auf. Mich hält jeder für einen rollenden Stein. Ja, ich habe auch einen auf. Wenn ich mal beim Laufen gucken könnte, verdammte Scheiße. Ich kann. Okay, noch 54 Teams. Ohne Shotty. Dann bin ich wieder voll ausgerüstet. Alles, was ich brauche. Schuhe habe ich doch, oder? Ja. Aber ich komme zu dir. Rotkäppchen, hast du denn das Spiel? Wir müssen irgendwann mal einen richtig großen Community-Zock machen mit allen Leuten, die Bock drauf haben. Aber Flieger oder mehr. Ich verstehe dich gerade ganz schlecht, der Flieger ist so laut. Ja.
Wollen wir da zu dieser Militärbasis, da bei der Route 14, da links ist eine Kirche und in der Mitte ist so eine Militärbasis oder irgend so ein Polizeimarkenabzeichen da. Ich glaube, das ist aber die Militärbasis. Da hatte ich auch gute Erfolge. Ja, vor uns ist genau Abwurf. Vor uns ist ein Abwurf? Ja. Am Himmel. Ich sehe den Abwurf immer noch nicht. Ich bin zwar bei dir, aber ich... Ach doch, ich sehe es blinken da. Alles klar. Ja, jetzt sehe ich es blinken. Ich sehe die Kiste noch nicht, aber ich sehe es blinken. Ich sehe die Kiste schon. Wie viel Distanz hast du an? Keine Ahnung, alles Standard. Shotgun. Ja, kann ich gerne machen, Watson. Dann kündige ich das ein bisschen eher an. Ich muss mal kurz überlegen, wie meine Tage jetzt gerade verplant und strukturiert sind. Aber Pi mal Daumen würde ich sagen, das könnten wir am Sonntag machen. Ich glaube, das könnte gut passen. Sonntagabend zwischen 20 und 21 Uhr. Du, mich machen Killerspiele, in Anführungszeichen, überhaupt nicht so aggressiv. Es ist bei mir eher sowas wie FIFA oder Mario Kart, da könnte ich ausrasten. Ja, genau. Ne, bei diesen Spielen, klar raste ich auch bei denen hier aus, wenn ich so bescheuert sterbe und gleich, wie gesagt, gerade lande und dann auf den Sack kriege. Watson, 20, 21 Uhr ist bei dir wie spät? Da sind ja noch weit genug entfernt. Da ist die Fabrik. Ne, was haben wir denn da links? Das ist nicht die Fabrik. Lagerhallen. Einfach nur Lagerhallen. Die sind auch nicht auf der Karte verzeichnet. Es gibt so ein paar Sachen, die erkenne ich jetzt im Laufe der Spielzeit, die ich jetzt hier habe, auch wieder. Und kann mich ein bisschen orientieren, aber ohne die Karte wäre ich trotzdem voll aufgeschmissen. Ah doch, da links, da, ja, und da links ist aber dieses Militärgelände, was ich meinte. Wir sind da richtig. Genau, das hat doch überall an den Wänden irgendwie so Treppen zum Hochgehen an den Mauern. Ja, das ist voll super von da. Da können wir in verschiedene Richtungen gucken. Gut, wir haben keinen Sniper, ne? Das ist natürlich bekackt. Hier ist eine Leiche. Ja, eine Leiche. Heißt ja noch nicht, dass irgendjemand Menschliches noch hier ist. Hier ist alles frei. Noch eine Leiche. Hier ist noch eine Gasgranate, nehme ich auch mal mit. Jo, alles gelootet. Das schon, aber mir ging es eher darum, dass wir hier halt wirklich gut mittig sind. Naja, alles gelootet. Guck mal, die haben hier sogar die Rucksäcke übergelassen, die faulen Schweine. Wir sind hier gut mittig und wir haben halt diese Erhöhung an der Mauer. Und da ist es total cool, also jedenfalls meine Erfahrung, sich hier einfach so ein bisschen hinzuhocken. Vor allem, wenn man einen grauen Helm hat, kann man sich hier wunderbar so in die Ecke hocken. So, und kann sich hier umschauen und notfalls halt gleich einen hier am Eingang wegnatzen. Wir haben ja Zeit, die erste Gaswelle kommt ja jetzt erst. Darauf ein Milka Schokohasen. Du könntest natürlich auch da drüben den anderen, hier Nord-Nordwest ist das, glaube ich. Ja, Nord-Nordwest, könntest da hoch, dann haben wir beide Seiten abgedeckt. Ja, aber Nord-Nordwest bringt sich ja nichts. Warum? Mit
schon nach Osten sehen. Du willst nach Osten sehen? Warum nach Osten sehen? Ja, weil Osten mehr Platz ist. Also ich meine, ich denke, die meisten werden von Osten kommen. Meinst du? Ja. Okay, wie kommt, also wo, wie, also woher kommt diese Theorie? Ja, ich meine, wir sind auch von unten hinauf und wir alle haben den gleichen Abstimmungspunkt, also... Ich dachte, wir werden alle quer über die ganze Karte verteilt. Nee. Das ist ein Milka Crisp Hase. Das hat mir keiner gesagt. Ich glaube nicht, dass wir alle aus derselben, von derselben Position kommen. Meine Erfahrung nach schon. Dann gucke ich hier. Also ich denke einfach nur, es ist sinnvoll, wenn wir beide Richtungen abdecken. Oh. Ja, hier ist eine AK mit Moni. Ich habe eine AK. Ich nicht. Aber jetzt. Oh, mein Ping spinnt immer noch. Ich könnte so kotzen. Ich tippe auf E3 als nächstes. Also, dass das das Endziel wird. Irgendwo da, wo dieses Harris Ridge... Oder rechts daneben, also D3 oder E3. Aber man kann sich auch so mega vertun. Dass es auf einmal unter uns oder so ist. Noch sind wir safe. Aber guck mal, jetzt können die Leute nur noch aus dem Süden kommen. Jetzt müssen wir wirklich nach unten gucken. Wenn noch welche laufen. Oder nordöstlich. Tonne, nord-nordöstlich. Aber anscheinend läuft keiner mehr. Aber die müssen auch, wenn dann eh alle aus dieser Stadt kommen. Da müssten noch relativ viele herkommen. Ich sehe auch nichts laufen. Ich auch nicht. Tja, was machen wir? Wollen wir noch ein bisschen weiter Richtung Norden gehen? Ich hätte gesagt, wir warten ab. Okay, ich bin voll bei dir.
Du hast 10 Stunden mehr Erfahrung als ich. Okay, was esse ich als nächstes für Rotkäppchen? Oh, ein Kinderriegel. Und das so kurz vor Mitternacht, da kriege ich doch wieder Sodbrennen. Nicht Platz 30. Wir sind Platz 15. Also als Team sind wir Platz 15 und 30 Leute leben noch. Es ist so ruhig. Dafür, dass 30 Leute leben, ist das echt... heftig. Schon wieder im Supply Drop. Nördlich. Oh, da oben Polizeiauto. Siehst du das? Oh. Fährt gerade nordwestlich, ja, jetzt da durch den Wald. Ja, okay, ja. Alles klar. Ist, glaube ich, aber alleine. Ja, der hat sich wahrscheinlich das gleiche gedacht wie wir. Mal die Typen abfangen. Wie kann man den Motor denn während des Fahrens einfach ausmachen? Gar nicht. Hat der aber gerade gemacht. Der hat's ausgemacht und gestartet sofort wieder. Vielleicht hat's gewechselt. Er fährt sehr nördlich. Ja, wir sollten langsam ein bisschen weiter hier von dieser Grenze weggehen. Weil guck dir mal das an. Der untere Teil der Basis ist mit in der Gaswolke. So. Aber wir sollten so oder so weiter nördlich laufen, oder? Ja. Ach, scheiße. Ich Vollidiot bin runtergesprungen, ich Depp. Ich hab vergessen, dass man hier Fallschaden nimmt. Verbandskasten hast du auch nicht, ne? Drei. Drei? Oh, nice. Gar kein. Ja, ich geb gern. Ich geb ein Auto. Wo bist du? Ach, da bist du. Komm zu mir. Von wo? Direkt nördlich steht ein Auto. Ah ja, ich sehe es, ja. Der gelbe Jeep, ne? Ja. Hier ist auch ein Blutpack. Wir müssen weiter nördlich. Ich habe den Schlüssel für die Karre. Ja, wollen wir mit dem Auto fahren? Ich habe einen Schlüssel. Jo. Hier, pack mal ins Inventar ganz kurz noch ein Medikit. Für den Fall, dass wir gleich aufs Maul kriegen. Vom Auto. Kannst ja einfach so in den Innenbereich packen. Nee, geht nicht. Geht nicht? Okay. Geil. Wir haben zwar nur 16 Liter, aber wichtig ist ja einfach nur, dass wir weiter in die Mitte kommen. Ja, hier oben können wir einfach warten. Jetzt will ich wohnen, oder? Warte, bitte? Hier. Okay. Danke sehr. Perfekt. Ich hab gesagt, in die Wohnwagen rein.
Ja, das ist eine gute Idee. Hildegard, dit ist eine gute Idee. Wir sind relativ mittig. Hallo? Hi. Ich möchte nicht gestört werden. Ich möchte nicht gestört werden in diesem Wohnwagen. Ich auch nicht. Entschuldigung, ich bin bereit. Ist ein Auto? Oh. Ja, es scheppert. Oh, wir sind sehr, sehr schön mittig. Nordöstlich. Auto. Hörst du das oder siehst du das? Höre. Ich höre gerade gar nichts. Auge musst du haben, Rotkäppchen, Auge musst du haben. Ich hoffe, das warst du gerade mit der Tür. Jo. Okay. Man wird ja jetzt doch langsam ein bisschen paranoid. Rang 7. Ja, Mann, wir haben es voll drauf. Sneaky Beaky. Ich sehe gerade, was der Schutz ist. Yeah. Ja, ich kann ja aber leider keine bauen. Dafür fehlt mir Militärrucksack. Dann könnte ich dir eine bauen. Hast du noch einen Militärrucksack eingesteckt, oder? Ja, ich habe einen auf dem Rücken, aber nee. Nee. Nicht den auf dem Rücken. Oh, jetzt höre ich das Auto auch. Ganz nah. Ja, kommt. Zwei Typen. Okay. Steigen aus. Wollen wir sie unter Beschuss nehmen? Nee, noch nicht. Die kommen zu dir. Ich hab einen. Ich bin tot. Andere kommt zu dir, kommt zu dir. Ah, nein, da hat noch einer von hinten geschossen. Scheiße. Ja, Rang 7. GG. Hey! Und genau Mitternacht, fast Punktlandung, 23:09 Uhr, Mitternacht! Yeah, Mann! Punktlandung. Ah, meine lieben Freunde, die da draußen an den Empfangsgeräten und die mit ihren Radios und so weiter und so fort, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei Lukas, der hier in den letzten anderthalb Stunden, würde ich mal sagen, seinen Arsch mit hingehalten hat. Das war's mal wieder, King of the Kill, mal wieder nicht King of the Kill geworden. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ich wünsche euch was und sage wie immer, haut rein und bis denn. Ciao, ciao. Und dieser Stream endet in... und gute Nacht. Sehr schön. Dieser Stream endet in 5 Sekunden. Haut rein. Bye.